Na gut, wir können es ja verraten, das Quiz wurde voraufgezeichnet und da hören wir jetzt mal rein. Also nicht wundern, wenn Wolfgang jetzt da ist, er ist eigentlich gar nicht da. Retro Mysteries. Rätsel aus der Vergangenheit. Ja, und schon sind wir mal wieder im Quiz. Und dieses Mal machen wir alles ein bisschen anders. Und was wir anders machen, wird uns Wolfgang erklären. Ich hoffe, du kannst es hören, Wolfgang. Ja, hi Patrick. Der Quizmaster ist zum Zeitpunkt der Ausstrahlung im schönen Andalusien. Aber wer nun glaubt, es gäbe heute keine Retro-Mysteries mehr, liegt falsch. Denn es wird eine ganz besondere Ausgabe geben. Denn heute am Start sind zum ersten Mal als Team die Hamburger Brüder von Jayana. Gottschalks des Podcasts, wobei heute besser die Markus Lanz des Internets, die Oberkompostierer persönlich, das Retro-Kompost-Core-Team. Die Oberkompostierer, hast du gerade gesagt? Das Core-Team, hat er gesagt, Patrick, das Core-Team. Ja, wunderbar. NC, A und Rongo Frog, auch bekannt als Patrick und Robin. Danke, aber wir haben Spezialisten dabei, richtig, lieber über die. Ich bin noch nicht fertig. An ihrer Seite, nicht mehr wegzudenken und nur noch kurzzeitig durch seine patentierten Aussetzer zu stoppen, einer der letzten Verteidiger des CPC, der Abfahrer höchstpersönlich, Mr. G.P.L. Hubskin. Außerdem der Patrick Diskiller. Ja, danke, danke. 66 Pixel Artist, Retro Refair, Oliver Lindo. Hallo zusammen. Ja, hallo. Moin, moin. Oliver nicht aus Lindau. Und trotzdem, wir zu einer ungewohnten Zeit aufzeichnen, haben wir auch noch zwei Leute im Chat für einen Chat-Joker. Also eigentlich kann uns nicht viel passieren. Ja. Und Chat-Joker gebraucht werden, ist eigentlich erstmal Game-Sound-Raten angesagt. Dazu verlassen wir das Jahr 1988 und springen in den Januar 1989. Gott, zum bist du schnell. Der damaligen Top-Titel. Ja, wir immer raten groß und klein mit, unsere Podcast-Profis genauso wie unsere aktuell zwei Chatgäste. Und los geht's mit dem ersten Spiel einer In-Game-Musik. Oh Gott, Nummer 1. Robocop? Ja, Robocop. Ja, tatsächlich. Wow. Das fängt ja gut an. Super. Es ist wie immer. Das war aber Oliver. Also ich war das nicht. Das war Oliver, okay. Das ist klar, war es Oliver. Aber Oliver war heute so zaghaft. Er wollte es nicht schon wieder schocken. Er musste lange überlegen, ob es wirklich ist. Ob es das wirklich ist. Nein, er wusste schon vorher, aber wollte einfach unsere Zeit lassen. Soll ich weitermachen? Mhm. Dann machen wir die zwei, ja. Ja, Star Wars. Aber welches? Ja. Nee. Was ist das denn da eben gewesen? Klingt nach Star Wars irgendwie. Aber das ist. Da hat jemand modifiziert. Oder so ein bisschen Brother Louie-mäßig. Ich kenn's aber auf jeden Fall. Stopp es doch mal mit Oliver und sagen. Das Return of the Jedi sein, aber. Das könnte nicht nur sein. Das ist Return of the Jedi. Wahnsinn. Ist das C64? Eins dieser schrecklichen Dumark-Games. Nie gespielt. Das ist von der Musik, was klar ist, dass Star Wars ist, aber den Titel Patrick, nicht gespielt. Wir haben doch die Collection von Dumark. Ja, die Star Wars Collection. Kannst du ja gerne spielen und hinterher einen Talk drüber machen. Ich spiel's nicht. Das Grauen im Dreierpack. Ja. Ja. Nummer 3. Und ich sehe, es ist von allen das Größte. Na gut, machen wir mal Nummer 3. James Bond, 07. Ja, welcher Teil? 1990, 89. 90. Januar 89 sind wir. Das müsste. Nee, Quatsch. Das ist später. Doch. Doch, okay. Live mit drei. Ja. Wahnsinn. Mark Cooksey. Ja, das habe ich. Weil man nach oben scrollt, hauptsächlich, ne? Das ist das mit dem Boot. Okay. Das war einer der. Das war einer der. Eine der wenigen guten Bond-Titel, ne? Elite war das. Elite, ne? Ja,
Wurde damals zwar zerrissen, aber ich finde zu Unrecht. Also für einen Bond-Titel war es gut. Gar nicht so schlecht. Das war bei unseren Filmumsetzungen, haben wir auch gar nicht so schlecht darüber gesprochen. Ne? Ich glaube, das war der. Habe ich auch so im Kopf. Als ob du das noch wüsstest. Ja, weiß ich noch. Echt? Ich kann mich erinnern, dass ich das gespielt habe und das von allen Sachen eigentlich mit am besten fand, weil das wir wenigstens irgendwie... Wir hatten hauptsächlich Ocean-Filmumsetzung, da muss vieles besser werden. Ja, stimmt. Ich stelle gleich nur Ocean-Fragen, habe ich das schon erwähnt? Ich mache, ich wiederhole nochmal Wolfgang. Nicht, dass wieder ein falscher Eindruck entsteht. Ich liebe Ocean, aber ich möchte nicht, dass sie Filmumsetzung machen. Ja, es kommt immer so ein bisschen negativ rüber. Bei Filmumsetzung absichtlich, ja. Okay, gut, die vier. Nummer vier. Oh, Entschuldigung. Dicker Finger, viel gearbeitet. Nummer 4. Deutsch. Nee. Das ist Cerontel. Das ist Menace of Noise. Das ist Menace of Noise. Das könnte eine Outland-Musik sein, aber... 89? Eine Level-Musik von Outland vielleicht, aber mehr weiß ich nicht. Nee, Savage. Das muss sein, ja. Ja. Das wird eine One-Man-Show heute, ja. Ich glaube, ja. Ja, aber es sind auch Sachen, die habe ich in meinem ganzen Leben vielleicht 5-mal gespielt, das letzte Mal 20 Jahre her. Aber du heißt nicht Oliver Lindau, Patrick. Entweder hat er ein gutes Gedächtnis oder spielt die Sachen immer noch. Eins von beiden. Vielleicht spielt er in seinem Gedächtnis die Spiele immer noch. Das weiß ich nicht. Mal so, mal so. Andere Leute haben ISOs, du hast ein Gehirn. Gut, Nummer 5. Ein 8-Bit-Gehirn. Das kenne ich. Scheiße. Typhoon? Was ist hier? Typhoon. Nein. Nein, nein. Ich weiß, dass es nicht ist, aber ich weiß auch nicht, was es ist. Ja, ich habe ganz oft gespielt, scheiße. Pinball Island oder so. Nee, ist zu schnell. Oh, das habe ich 1000-mal gespielt. Scheiße. Ist das amerikanisch? Ich nehme den Cat Joker, achso. Englisch. Also ich habe es 15-mal gespielt, ich kenn's. Ich könnte alles sagen, was es nicht ist. Wenn es jemand Titel sagt, weiß ich, ob es das nicht ist, aber. Das könnte ein lustiges Ballerspiel sein. So ein. Okay. Ich mochte die Musik jedenfalls. Ich mochte die Musik, das weiß ich. Ist das ein. Ist das ein Schmupp? Das ist bestimmt ein Schmupp, oder? Das ist ein Schmupp, ja. Ich weiß aber auch nicht mehr, von wem die Musik ist. Ich bin gerade am Überlegen. Ist das Whittaker? Ich habe keinen. Dann ist das das Ding mit den wenig Grafikelementen. Gott, haben wir das in der Shoot'em'up nach oben Scroll-Folge gehabt? Nee. Ja, einen kleinen Moment, links. Ich höre das nochmal nach. Nee, haben wir nicht? Okay, aber nee, aber rechts links. Whittaker ist schon mal gut. Whittaker ist schon mal gut. Dann kann das Richtung Salamander war später, oder? Nee. Nee, das war auch nicht Whittaker. Nee, Salamander ist nicht Whittaker. Was kann denn auch Whittaker sein? Immerhin erkenne ich noch den Musiker, das beruhigt mich ein bisschen. Alicat. Nee, Alicat ist ein Freund von Turner, nicht von Whittaker. Ach so, okay. Ja, diese Details. Ich kann dir alles sagen, was es nicht ist, aber ich kann dir nicht sagen, was es ist. Firma? Verdammt, kannst du uns die Firma sagen? Es ist ein Label von Psygnosis. Oha. Menace. Yes. Jo, das ist richtig. Oh, cool. Ja. Ich wusste aber jetzt spontan auch nicht mehr, dass Menace Whittaker war, ehrlich gesagt. Lustig, das hätte ich auch niemals getippt. Ja, aber ich hätte nicht Nein gesagt bei Menace. Also das ist, aber nee, das war schwer. Wo es eine ganz eingängige Musik ist, die habe ich sehr, sehr oft gehört. Eigentlich viel zu niedlich für das, was es ist. Ja, und die haben wir halt dann in der anderen Schmups-Folge gehabt, tatsächlich. Genau, rechts, links. Genau. Nummer 6 oder jo. Nummer 6? Nee, 6, bitte. Was, Linie? Nein. Jonathan Dunn. Yep. Mhm. Das klingt so ein bisschen wie Platoon und Co. So ein Ballerspiel, aber. Nee. Garantiert von Ocean. Mhm. Ich bin raus. 89 Ocean. Unforgettable, würde ich gerade sagen. Aber das war jetzt nicht Typhoon, ne? Irgendwie habe ich die ganze Zeit diesen Shooter vor Augen. Und Untouchables auch nicht, ne? Nee, so die Richtung? Nein. Typhoon ist heute nicht dabei. Okay. Brauche ich das nicht nochmal nennen. Du könntest aber noch dreimal ran. Ist das eine Filmumsetzung? Nein.
Arcade-Umsetzung und es ist schwer, weil es ist nur der Title-Tune. Das Spiel selber hat keine Musik, nur Sounds. Okay. Wenn ich da nicht ganz falsch liege. Das ist irritierend. 89. Wir sollten umsteigen auf Namen der Musiker erraten, Oliver. Das können wir heute besser. Ja. Wobei ich hätte auch Jonathan Dunn, ich hätte zwischen Dunn und Galway geschwankt, ehrlich gesagt sogar. Ja, die Melodie kommt mir sehr bekannt vor. Ja, mir auch. Das erschreckt mich auch gerade. Aber wie gesagt, nee, ich bin da raus. Hm. Gut, es ist Operation Wolf. Oh. Das habe ich auch dieses Jahr schon mal wieder gespielt, aber macht nichts. Das ist. Ja, das hat tatsächlich keine Spielmusik, glaube ich. Du hast recht, da sind nur Geräusche. Hast du recht. Ich glaube, da gibt es eine Musik zwischen den Leveln, wenn die in den nächsten Level gehen oder wenn du liegst. Ja, hast, stimmt. Kurzmusik. Stimmt, genau. Ja, die war markanter. Die hätte ich wahrscheinlich eher erkannt. Das stimmt. Ja, tja, Nummer 2. Robin, komm. Ja. Nummer 7. Genau. Das ist 89? Ja, die trauen sich was. 20 Jahre Pac-Man Edition. Das ist doch. New Zealand Story. Das ist, nein, New Zealand Story. Nice. Microprose? Nein. Ich denke, das könnte irgendein Schrott sein, also so ein Strategiespiel sein hier, sowas wie Heart of Africa oder sowas, aber. Wild West World? Nein. Also Schrott ist richtig. Schrott ist richtig, scheiße. Sagt mir gar nichts. Also für 89 ist es peinlich. Also tut mir leid, das ist wirklich. Aber wenn das Spiel auch schlecht ist, dann passt es ja wenigstens. Das klingt wie 83, tut mir leid. Ja, danke, reicht. Ist ja schon vorbei. Okay. Nee, das ist fürchterlich. Das ist nicht 89 für mich. Ist die grandiose Umsetzung von Roger Rabbit. Herr Rising Havoc? Ach, nee. Das hat ja Grafik. das ist das Jump'n'Run-Spiel oder was ist das? Ja, also im ersten Level fährt man mit so einem Auto und kann irgendwie. Oh hüpfen. Nein, mit riesigen Zeiten. Das ist dieses Ding von Disney Software gewesen, wo sie irgendwie von Jim Sachs die Grafik umgesetzt haben. War das die C64-Fassung? Nee, das ist das andere. Das ist das Gute, was du meinst, Oliver. Ja. Das, was er meint, ist, das ist so eine Art, also sieht eigentlich aus wie ein schlechtes Kinderlernspiel, aber es ist eigentlich so ein Arcade-Spiel und vollkommen Kinderlernspiel. Riesig, auch auf dem C64, riesige Sprites. Komplett verdrängt dann, also ich sagt mir gar nichts. Es ist kein schlechtes Kinderlernspiel, sondern ein schlechtes Arcade-Spiel. Ja, im zweiten Level muss man irgendwie einen Tisch decken oder so, das ist ein bisschen albern. Ja, das sollten wir ganz schnell vergessen. Mach mal weiter. Nummer 9, ne? Oder Nummer 8? 8. Was war's denn? Roger Rabbit. Verpört nicht mehr zu, das ist ja faszinierend. Nein, genau in dem Moment. Ich hab's, weil ihr alle durcheinander gequatscht habt, hab ich's nicht verstanden. Was? Okay. Hier quatscht jemand durcheinander? Egal. Mach mal weiter. Ich schließe jetzt hier 64 aus. Alter, ist das schlecht. Diese Noobs. Das ist Amiga-Mod-Scheiße wieder wahrscheinlich, oder? Die Frage ist das Musik? Oder kann das weg? Genau. Also, hab ich nie gehört. Gefunden. Ist das also, Batman oder sowas? Nein. Nein, warte mal. Das ist auch nicht Amiga. Doch. Echt? Das klingt aber wie ein Mega Drive-Spiel. Ein bisschen. Es klingt nicht schön. Das klingt wie so ein Sound-Dauerloop. Ja. Irgend so ein, das könnte so ein Prügelspiel sein, wie dieses Pit Fighter oder sowas. Das ist was ganz Stranges. Okay, erzähl. Ich muss es aber reinnehmen, weil es war damals der fette ASM-Hit, im Prinzip der Aufmacher von der Ausgabe. Okay. Es war Purple Saturn Day. Das ist so von Exos. Ja, das fand ich gar nicht schlecht. Wie, was war das? Entschuldigung, das kenne ich überhaupt nicht. Das ist ein Zukunftssportspiel. Okay. Wie heißt das? Disziplin, ja. Purple Saturn Day von Exos, die danach sich in Kryo umbenannt haben. Die haben am Anfang doch immer so recht obskure Dinger gemacht, so wie das Captain Blood oder das Adventure Cult. Oh, die kenne ich mindestens vom Namen. Und Purple Saturn Day war so. Ich weiß nicht, es waren drei Disziplinen, glaube ich, ne? Und das muss ich mal googeln, warte mal. Das Ding war technisch ziemlich gut. Da hättest du eine Quizfrage draus machen können. Welches Spiel gibt es? Purple Saturn Day, Red sonst was Day? Ich hätte es nicht gewusst.
Nee. Aber jetzt wundert mich auch gar nichts, warum die das mit dem Sample so gemacht haben, weil das hatten die damals bei Captain Blood nicht anders. War auch nur ein einziges Sample, was ständig irgendwie wiederholt wurde. Das heißt, die hatten keinen vernünftigen Musiker, sondern nur jemanden, der digitalisiert hat. Ja. Nee, war furchtbar. Ja, aber das, was zur Hölle ist das? Und das ist wirklich gibt Purple. Übrigens, Fab gibt es übrigens auch für den CPC. Aber nicht für den C4. Oh Gott, ja. Ach, das ist, oh mal Gott, sehen, das ist in unserer Liste auftaucht. Das ist ein Sport-Action-Spiel mit, oh Gott, der mit, das sind ja nur 4 Bewegungsphasen von den Gegnern. Und es hat Top-Bewertung bekommen, sogar in der Powerplay. Also es war technisch gar nicht schlecht. Also es, Bis auf die Musik. Das muss an mir komplett vorbeigegangen sein, also definitiv. Ach, das ist, eigentlich ist das Live-Flipper, ne, das eine? Also du bist die Flipperkugel. Und dann ist da noch so eine Art Denkspiel da drin, so ein Action-Denkspiel. Das sieht ein bisschen aus wie Paradroid. Keine Ahnung. Müsste ich mir mal anhören. Nie von gehört. Witzig. Oh Gott. Nummer 9. Klingt, als wenn einer Hülsbecken nachmachen will, aber sonst. Ja, ne? Sowas wie unendliche Geschichte oder sowas? Das ist unendliche Geschichte, ja, die Musik von den Skyway Deck, das ist relativ an, aber das ist bekannt. Nein. Das klingt wie ein Teil eines Hintergrundsounds von Tino Top, wo du die Stimme vergessen hast. Ist ja so geklaut. Nee. Okay. Dann ist es was Italienisches oder was Französisches? Das klingt nach einem deutschen Titel. Ja, ich weiß, aber ich wollte nicht schon wieder sagen, dass es deutsch klingt. Welcher Musiker hat sich so schamlos bedient? Das ist Starbite oder sowas, kann das sein? Der Musiker war heute schon dabei. Jonathan Dunn. Okay. Oh Gott. Das war nicht seine Sternstunde, sagen wir es mal so rum. Ich bin aber auch leider kein Jonathan Dunn-Experte. Ich fand die Musik zwar immer nett von ihm, aber der stand immer so ein bisschen im Schatten von Galway. Das war die Musik zu Rambo 3, The Rescue. Okay. Ah, wir haben alle Rambo 2 gespielt, nicht 3, ne? Danke. 3 war dieses Recht. Hier, wovon alle immer gesagt haben, das wäre so schlecht, deswegen hat man sich das auch nicht angeguckt. Nee, den zweiten habe ich noch angespielt, der war noch okay. Der hat auch eine ganz markante Musik, aber die war nicht von Dunn, die war von Galway. Das war die Morse-Code am Anfang, die hat die sofort erkannt, am ersten Piepen hätte ich geschrien. Aber den dritten Teil habe ich, glaube ich, nie gespielt, den fand ich furchtbar, oder zumindest auch, hat mich nie länger als ein paar Sekunden gefesselt. Na gut. Einen haben wir noch. Jo. Nummer 10. Immerhin kenne ich. Heute schwer. Klingt trotzdem gut. Mag ich. Absolut. Ist auch so ein bisschen. Und das Timing stimmt im Vergleich zu vielen anderen. Man merkt, dass es so langsam in Richtung Menaces Noise geht vom Stil her alles. Das ist sehr gut. Die moderne Trash-Musik fängt an. So. Ja, ist super, aber ich kann es nicht so. Ich habe es mit Sicherheit gespielt, aber. Ich kann es auch nicht zuordnen. Aber das ist auf jeden Fall die moderne, so ein bisschen der Umschwung zur modernen Zwetsig-Musik, definitiv. Das war auch in dem Jahr. Nee. Okay. Ihr müsst passen, dann sage ich, es ist Double Dragon. Charles Dean. Oh, das ist Double Dragon. Charles Dean, okay, dann habe ich jetzt zumindest mit Maniacs getroffen. Genau. Sehr gut. Ja. Macht das Spiel auch nicht besser. Das Spiel fand ich super. Das Spiel fand ich am Zwetsig super. Welche Version? C64? Es gab 2. Echt? Eine US- und eine europäische oder was? Nein, es gab eine vom Melbourne House, da rennst du schreiend weg. Und ich glaube, das war aus dem Spiel. Also ich habe eine gespielt, die war saudämlich und die hat mir richtig viel Spaß gemacht. Es gab noch eine von Ocean. Da fand ich die wahrscheinlich tatsächlich gut. Die kam irgendwie spät auf Cartridge, ne? Ich weiß es nicht mehr, aber ich mochte das gerne. Ich mochte immer Double Dragon sehr gerne. Also es war so ein richtig dämliches, ein Knopf drückt drauf und guck, was passiert. Fand ich ganz witzig. Nee, war nicht einfach heute mit dir. War nicht einfach. Jetzt machst du mir so ein bisschen Angst vorm Quiz, aber wir haben ja ein gutes Team. Musik.
Retro Mysteries. Rätsel aus der Vergangenheit. Ja, nun wird's eng auf dem Wer wird Retro-Lurch-Kandidatenstuhl, denn auch hier spielt ihr als Team. Der Experten-Joker fällt natürlich weg. Es bleiben 50-50. Ich dachte, wir können selber anrufen, oder? Nein, Frage tauschen und den Chat-Joker. Also lieber Chat, bleibt online, bis wir euch gefragt haben. Danke. Zusätzlich als Entschädigung für den Experten-Joker, auch weil der Chat durch die Aufzeichnung sehr dünn besetzt ist, gibt es heute den Google-Joker. Dieser erlaubt die einmalige Eingabe eines Begriffes bei der Suchmaschine. Also, ich weiß den Quizbegriff. Wolfgangs Lösung. Na, ob das klappt. Okay, also. Also wir unterhalten, wir sagen immer, wann wir einloggen. Wir reden natürlich darüber, das ist sehr spannend. Ja, okay. Wenn ihr sagt, das ist die Antwort, dann... Und sonst stimmen wir einfach mit Mehrheitsentscheiden ab. Bei drei Leuten geht das ja. Okay. Wie läuft das jetzt hier mit den Teams? Das habe ich noch nicht so ganz... Wir sind alle in einem Team. Du bist nicht gegen mich heute, Oliver. Du bist also, das heute... Wir machen quasi zu viert insgesamt und wenn einer was weiß, dann hebt er die Hand, oder wie? Wer ist denn der Vierte? Ah, stimmt, wir sind drei. wir sind vier. Fab ist auch da. Nee, Fab ist auch hier. Achso, ich bin ja auch da, Entschuldigung. Ja, das ist wieder das Typische hier mit Skype, ne, dass man sich nicht selber sieht. Ich sehe mich nicht selber. Wenn ihr nicht mal bis vier zählen könnt, ist wie ja wollt gut. Ihr dann Retro-Lurch werden? Wir reden einfach drüber und wenn wir uns zusammen geeinigt haben, loggen wir ein, ganz simpel. Ja, wir ziehen hier von den vier Leuten, die wir hier sehen, immer Wolfgang ab. Und genau. Können wir Wolfgang als Telefonjoker nehmen? Natürlich. Ich werde euch bestimmt die richtige Antwort geben. Ja, das okay. War schon klar. Frage Nummer 1. Mit welchem einzelnen Kleidungsstück wird Donkey Kong oft dargestellt? Beste. Blaues Muscle-Shirt, gelber Lendenschurz, rote Krawatte oder schwarzer Hut? Ja, die rote Krawatte. Na, ich bin eine rote Krawatte, ne? Bin ich der Meinung. Gefühlt würde ich das auch sagen, aber... Inzwischen ja, klar. Doch. Also ich würde ihm zumindest nicht widersprechen. Also einen Lendenschurz hat er nicht um, das hätte ich gemerkt. Das nehmen wir so ohne Joker, oder? Stimmt, die Krawatte. Auch bei den neuen Werbungen. Ja, er hatte was Rotes am Hals. Ich wusste nicht, was die Krawatte war. Sagen wir auch so. Immer in den Spielen. Ich dachte, das war ein Halsband. Ja, ja. Nee, Krawatte, ganz sicher. Also das kann man ein bisschen bei den Nintendo-Experte nicht erkennen. Ja. Okay, dann machen wir das. Kommen wir ein. Also, damals hatte er keine rote Krawatte an, dies mittlerweile aber schon. Also, rote Krawatte ist richtig. Mit vier Jokern. am Anfang war er noch komplett nackig, ne? Mit vier Jokern zur Frage Nummer 2. Genau, richtig. Zu C64-Zeiten, da war, glaube ich, nix. Welches spannende DOS-Duell präsentierte Nova Logic? Dämon. Comanche versus Hokum. Soll ich das einloggen? Nein, erzähl mal. Lass ihn doch bitte ausreden, du kennst doch Wolfgang. Also, Dämon gegen Xeox, Golem gegen Cheyenne, Vampir gegen Apache oder Werwolf gegen Comanche. Ja, lock ihn ein. Werwolf gegen Comanche. Bin ich auch der Meinung. Mhm. Ja. Wobei die anderen Sachen auch spannend sind. Ich habe keinen Plan, aber... Ich weiß, dass wir die Packung mal hatten, also ist alles gut. Ja. Das ist korrekt. Spitzmäßig. Das ist schon für die zweite Frage gar nicht so einfach. Ich glaube, er liegt heute sehr tief in die Kiste. Egal. Ja. Wir haben ja Oliver. On the rabbit hole. Vier Experten, glaube ich, kann man mal ein bisschen anziehen hier. Frage Nummer 3. Welches spritzige Rennspiel veröffentlichte Papyrus zwischen NASCAR 2 Soda und Racing. EPL? Eindeutig GPL. Soda Racing. Ja. Ja, aber kannst du aber trotzdem mal die vier Fragen. Lass Robbe doch mal diese Phasen genießen. Das mag er auch mal. Er sagt jetzt nämlich Cola. Das ist meine Sternstunde hier. Hört auf. Hört einfach an. Cola. Oder Eistee. Limo. Oder Soda. Also ich finde Eistee eigentlich am besten, aber Robin hat ja recht. Robin hat Soda entschieden, ohne die Antworten. Ja, und wenn Robin was ohne Antworten sagt und ich auch schon wieder eine Verpackung sehe, könnte das passen. Und ein total tolles Rennspiel ist es.
War es wirklich gut? Ich habe es nicht gespielt. Ja, okay. Das ist grafisch sehr schwach, aber das hatte so einzelne Reifen, die physikalisch korrekt... Ein Rennspiel mit einzelnen Reifen. Ja, nein, also die Federn waren komplett... das war so, waren so Bikes, also so Quads, wie heißen denn die, diese Vierrad, Zweirad, nee, sind Zweirad angetriebene, diese, die Wüstenbuggies, Buggies, sowas in der Art. Mhm. Und das war total lustig, weil die Fahrzeuge halt physikalisch korrekt fuhren. Nur die Grafik war ziemlich schwach, also farbarm, und deswegen war es auch in Deutschland kein großer Erfolg. Ach, du weißt sogar, warum es kein Erfolg war. Ja. Wow. Ich hätte jetzt gesagt, dass das Entwickler war Papyrus, sagtest du, ne? Mhm. Ja, klar. Okay, weil ich Sierra hat das rausgebracht, ne? Ja, und aber Papyrus ist die, der Producer, okay. Die Entwickler, genau. Die haben ja verschiedene. Jo, auch für Virgin. Frage Nummer 4. Begegnet der reiselustige neue C64-Plattform-Star dem ehemaligen Top-Stürmer Hoffenheims Demba dann trifft Cha-Cha-Cha, Paso Doble, Rumba oder Samba? Oh, ist der gut. Der gefällt mir. Ich bin auch für die, weil die heißt er heißt Demba Bar. Das ist egal, wie der heißt. Der Typ heißt Sam, das reicht schon. Ja. Ja, also ist die andere Hälfte wurscht. Können wir einloggen. Okay. Wir gewöhnen uns langsam an die. Sam und Dembaba macht Samba. Super. Sam und Dembaba macht Samba. Das ist wie ein Satz, den hörst du im Umregelquiz. Ja. Ja, immer noch ohne Jokerverlust. Frage Nummer 5. Jetzt wird es etwas schwerer. Zombie U. Nein, Retro, den im Chat ist es nicht Serious Sam. Danke für den Smiley. der ewige Patrick. Das wird dir immer noch mal aufs Boot geschickt. Frage 5. Zombie U ist ein Remake von Ubisofts Zombie. Wie viele Jahre liegen zwischen diesen beiden Spielen? Oh Gott. Zwei, 12, 26 oder 32? Also Zombie U wird ja auf der Wii U sein, oder? Genau. Zombie U war ein Launch-Titel auf der Wii U. Wann ist die Wii U erschienen? 2011 oder 2000? Ist ja egal, 2010. Ungefähr. 2010. Ist ja egal, ungefähr 2010. Bisschen früher. Wann ist Zombie erschienen, ungefähr? Das war Ende der 80er, müsste das dann gewesen sein. Dann wären das ungefähr 20 Jahre. Welche Antwort hat er uns eben gesagt? Zwei. Die Antwortmöglichkeiten waren 2, 12, 26 oder 32. Dann müsste es 26. Nach unserer Theorie 26 sein. Wollen wir den Google-Joker verballern? Nee, 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 warte mal ganz kurz. Nochmal bitte noch überlegen, genau wir, richtig. Wir bleiben grob erst bei 26, vom Gefühl her. Das hieße Ende der 80er, wenn dann... Ja, sag mal 86, 87 ist ja egal. Dann wäre das 2011. Wären dann 24 Jahre bis 2011, es kann aber 2013 gewesen sein, oder 83, 84, 85, dann passt 26 vom Gefühl her. Wann ist die Wii U wirklich erschienen? 2011, 2012. Die Wii U. Das kann gut sein, dass die 13 erschienen. Kann gut sein. Ist ja nicht mehr, ist ja nicht die Wii, sondern die Wii U immerhin. Also ich vor weiß der noch, Switch, dass das originale Zombie halt... Zombie war 86, 87, irgend sowas. Soweit gebe ich dir recht. Es war ja der allererste Titel, den Ubi damals rausgebracht hatte. Mhm. Aber das war, lass es 87 gewesen sein, vielleicht 86, irgend sowas. Plus minus ein Jahr. Es wirkte damals schon verhältnismäßig veraltet von der Technik her. Darf man nicht vergessen. Wann war die Wii U? Das ist die einzig entscheidende Frage. Das müssten wir mal festmachen. Die müsste 2013, 12, 13 rausgekommen. Sag mal 13, dann gehen wir von 87 nach 13, dann wären wir bei 26 Jahren. Mhm, dann nehmen wir das. Also brauchen wir da eigentlich nicht viel überlegen. Oder habe ich da jetzt irgendwo einen Rechenfehler drin? Nee. Wollen wir zur Sicherheit den 50-50-Joker? Nein. Den brauchen wir bei seinen komischen Fragen mit Sicherheit nachher noch. Ja. Ja, ihr seid doch nicht schreibt recht. Wir mit vier Jokern raus. Jetzt müssen wir das schon aus dem Chat hier anmachen lassen. Das ist ja echt heute wieder unglaublich. Nein, also das sind... Ja, wir können uns höchstens um 3 Jahre irren, also kann es nicht 32 sein. Genau, das wird kann es auch nicht die Zahl davon. Es muss demnach 26 sein. Genau. 12 kann es auch nicht sein. Ja, es muss schon muss 26 sein, eigentlich. Ja. Riskieren wir es. Nehmen wir. Ja. Ich logge Risiko. 26 ein. Und darf euch sagen, das habt ihr hervorragend gelöst. Yeah!
Tatsächlich, yeah. Oliver hat es auch perfekt gesagt, Ubisofts Debüttitel aus dem Jahr 1986 yes. Übrigens. Und 2012. Das war dann 2012. Ja, ja. Wir waren sehr dicht dran. Ja, das wollte ich noch, noch was sagen. Haben wir schon gut eingeordnet. Mhm. Ich wusste nicht, dass es ein neues Zombie gibt, das ist mein Problem. Aber das alte sagte mir noch was. Okay. Was behauptete ein Jaguar Sportspiel? Best Body Shake Ever. Girls don't play soccer. The NHL is Kindergarten oder White Man Can't Jump? Das letzte, White Man Can't Jump. Das gab es mal in der Werbung, aber war das Jaguar? Das war, ja. Mein, das war auf meinem Film. Ja, das war Jaguar. Man Can't Jump. Also ich weiß, dass ich eine Werbeanzeige gab für ein Spiel mit dem Slogan, das weiß ich. Das ist ein Titel von dem Spiel, das ist nicht nur ein Slogan. Ich habe es in der Werbung gesehen, das weiß ich. Ist das eine Filmumsetzung von dem? Nein, das ist ein Basketballspiel. Also es gibt einen Film, der heißt so, ne? Das ist ein Basketballspiel. Sportspiel, ja, genau. Na, ist halt auch ein Film. Genau. Also ich weiß, dass es als Spiele Werbung mal gab, aber mehr weiß ich nicht. Also wenn Oliver sich sicher ist, dass es auf dem Jaguar gab, dann wird es das sein, gefühlt. Naja. Komm, Risiko, okay. Risiko. Robin? Ich gebe euch die freie Hand. Ich glaube, dass wir Oliver in vielen Dingen hundertprozentig trauen können. Ich habe das Spiel, wie gesagt, ich kenne das gar nicht. Also ich kenne den Slogan für ein Spiel. Entweder habt ihr das in dem Jaguar-Podcast erzählt oder wurde es vielleicht erzählt sogar. Ich weiß, dass es dieses Plakat gab für ein Sportspiel. Soweit gehe ich sogar mit, das weiß ich. Aber nicht, dass es Jaguar ist. Wenn Oliver sicher ist, dass es Jaguar ist, dann können wir es gerne nehmen. Die anderen Titel sagen euch was? Joker oder? Sind doch was für Deppen. Sag mir nochmal die Möglichkeiten. Joker sind für Deppen, ist auch gut. Best Buddy Check Ever. Girls Don't Play Soccer. Das gab's auch mal. The NHL is Kindergarten oder White Man Can't Jump. Ich weiß halt nicht, welches System war. Komm, 50-50 Joker. Oliver, entscheide du, ob wir das... Also es war, ich war mir, bevor er die Antworten gelesen hat, schon bei dem Titel. Also ich bin mir ziemlich sicher. Dann riskieren wir es. Wir wollen einfach mal... Dann machen wir es ohne. Wir riskieren es. Okay. Wir wollen den Durchmarsch ohne Joker. Naja, es wird nicht so bleiben, aber... One credit run. White Man Can't Jump, ist richtig. Wahnsinn. Danke. Yes. Wenn wir ohne Joker es schaffen, ne, dann können wir uns Ober-Retro-Lochen nennen. Ja, vor allem, ich sehe jetzt Wolfgang, wie er in seinem Programm hektisch die Fragen austauscht. Nach schweren Fragen. Hektisch den zweiten Chat, den zweiten Umschlag aufmacht. Genau. Ja, dann so die B-Route. Ich muss die schweren Fragen nehmen. Das war schon schwer. Also, eigentlich schon, aber okay. Ich wusste auch, normale Leute wäre es schon ausgewiesen. Dann nochmal eine Rückfrage, waren die anderen Sachen auch bei Spielen dabei? Weil das mit dem einen, das kannte ich auch gefühlt. Nee, das war ausgedacht. Okay. Naja, mal gucken. Das recherchiere ich nochmal. Aber wem sagt schon so ein Titel was wie White Man Can't Jump? Aber ich glaube, in der Jaguar-Folge wurde er erwähnt. Das glaube ich schon. Also ich kenne nur den Film. Schon. Egal. Nächste Frage. Nach welchem Vorbild wurde das Fallout-Maskottchen Vault Boy designed? Oh Gott. Charlie Brown. Monopolys Rich Uncle Penny. Glaube ich, ja. Pringles-Maskottchen. Oder Toy Stories Woody. Da bin ich raus. Das ist bestimmt B. Es ist zwar bestimmt B, aber wissen tue ich nicht. Bestimmt B, weil ich habe gerade dieses Monopoly-Ding. Wenn man jetzt mal den 50. Kurzem, ich habe das vor kurzem mal gelesen. Die Fallout-Geschichte war ja, dass neue Fallout rauskommt. Ich kann mich erinnern, dass da irgendwas drin stand und das sagt ja auch bei mir gleich B, aber vielleicht sollten wir nochmal in uns gehen und überlegen, ob das wirklich so sein kann. Also ich bin ganz voll, ich habe voll dieses Monopoly-Ding vor Augen mit dem Typen, der sieht genauso aus wie der von Fallout. Der mit dem Zylinder, ne? Dieses Logo von... Ja, genau. Das ist genau auch in diesem Stil so. Dann entscheidet Komm, ihr das. Traut euch. Traut euch. Robin, das schaffen wollen wir unseren Gästen... Wir gehen gemeinsam unter, oder nicht? Das Risiko eingehen. Also wen hatten wir denn da noch an... Es klang jetzt ziemlich überzeugend, was er. Dann ich würde einen Zuschauer so Joker würde ich fast nehmen. Nee. Also entweder den 50-50. Mach 50-50. Oder wir vertrauen den beiden. Oliver war ja auch der Meinung, ne? Ja, also optisch erinnert das ganz stark dran und es passt auch von der zeitlichen Folge her, um das in irgendeiner Form einzusortieren, weil die haben sich ja schon sehr stark an der 50er-Jahre-Ästhetik orientiert. Das stimmt, und da kommt ja das Und alleine deswegen passen die anderen Varianten auch nicht so ganz. Also ich würde es riskieren. Wenn ihr so argumentiert, würde ich euch fast zustimmen. Das klingt sehr gut.
Mach das. Oder, Robin? Wollen wir die beiden in. Ja, los. Entweder ernten sie den Fame oder sie gehen unter. Sag noch nicht viel. Also, wenn wir daneben liegen, dann können wir ja sowieso in die Ecke gestellt werden, dass wir verkackt hätten. Ne? Genau, aber cool. Erzähl nochmal die vier Antwortmöglichkeiten. Robin, wir könnten es heute schaffen, dass Oliver und Fab sich zum Affen machen und wir sind einfach mal raus. Hallo, besser geht's nicht. Und ihr also, so als Mitläufer durchgeht. Ich sag's nochmal kurz. Die Antwortmöglichkeiten: A. Charlie Brown. B. Monopolies Rich Uncle Pennybags. C. Das Pringles-Maskottchen. Oder D. Toy Stories Woody. Die letzteren beiden schließe ich aus. Toy Story und, ist von und Charlie Brown 91. Charlie Brown passt auch nicht. Also. Ja. Und ich habe das wirklich vor meinem geistigen Auge, diesen Typ mit dem Zylinder von Monopoly. Der hat fast das gleiche Grinsen. Ich habe auch so oft Sachen vor meinem geistigen Auge und sie stimmen nicht, aber es ist schon okay. Ich habe sie häufig vor meinem geistlosen Auge und das nützt auch nichts. Du hast überhaupt kein geistiges Auge, sei mal ehrlich. Ich habe ein geistloses Auge, habe ich doch gesagt. Ein geistiges Ohr. Ja. Ich glaube, wir sollten einfach unserem Mitstreiter vertrauen, Robin, oder was sagst du? Okay, komm. Ja. Einmal wenigstens. Oh, ein sagen einziges mal haben wir früher Feierabend. Nein. Nein, ich glaube es ja auch. So, das Vollautmaskottchen Kompetenz und Intuition stechen. Ihr habt vollkommen recht. Yeah! Yes! Sehr gut. Wunderbar. Tja. Wir haben noch vier Joker. Vier Joker. Gott, oh Gott. Ein pro Frage. Die geballte Retro-Demenz auf dem Haufen. Ich wollte Kompetenz sagen. Wenn man Retro-Demenz stapelt, ist das doch klug, oder? Ja, genau. 4 mal 0 ist 4, ne? Genau. Wolfgang, kannst du jetzt mal eine schwierige Frage? Oh, Papp, bitte. Oh, jetzt hör mal auf. Tu das doch mal. Wem verdanken wir die knoblige Goblins-Trilogie, aber auch einige trashige Softcore-Adventures wie Emanuel und Gesche, Azrael, Gabriel, Muriel oder Uriel? Muriel? Wie hieß die noch im Nachnamen? Trami, genau. Die, wie waren die? Recht dunkle, sieht so ein bisschen aus wie, ich würde sagen, Karibikinsel oder so. Mm, die hat auch dieses Woodruff und das Schnibbel auf Azimut gemacht und dieses Geisha und wie die alle hießen. Und dieses total unhorny Emanuel, genau. Genau. Dass du mich irgendwann mal zum Spielen gezwungen hast, Robin. Genau. Wo man mit irgendwelchen Amor-Pfeilen rumschießt. War das der Scheiß? das war in der erotischen C64-Folge. Ja. Das war so furchtbar. Das war so schlecht. Und ich kann mich an eine ASM-Folge erinnern, wo ich das erste Mal darüber gelesen habe, als mal wieder der ASM-Onkel unterwegs war und auf irgendeiner Messe war und dann ein Foto mit ihr gepostet hat. Und das war so schlecht, das Foto. Und sie hat geschwitzt und sie sah aus wie der Logenmoor beklebt mit einer schlechten Frisur. Das war so furchtbar, das Foto. Und ich habe gedacht, wie kann man solche Fotos von sich machen? Ich meine, das sehen Zehntausende von Lesern und denken, oh Gott, sieht die furchtbar aus. Ja, naja, hat Emanuel geschrieben, das verzeiht er. Naja, man nimmt, was man hat, ne? Ich glaube, wir sind uns da einig. Ja. Leute, ihr macht mich fertig. Muriel Trami. Korrekt. Ist wunderbar. Geil. Okay, wenn nichts mehr hilft, dann eine Fußballfrage. Oh, ja, leider auch nicht. Dann bin ich meistens raus. Ich bin raus. Ja, hoffen. Mit welchen Lizenzen erschienen die beiden Kick-Off plus Manager-Paar-Teile Player Manager in Deutschland? Felix Magath und Ernst Happel, Jürgen Klinsmann und Otto Rehhagel, Karl-Heinz Rummenigge und Willi Lemke oder Andi Brehme und Rudi Assauer? Ich schließe A aus, mehr weiß ich tauschen nicht. Tauschen mal weg die Frage. War Assauer da schon Trainer, ist die Frage. Der war doch gar kein Trainer. Assauer war immer Manager. Ich würde das auch als Frage Happel war Trainer, HSV und Klinsmann. Konnten wir eine Frage tauschen, ja, ne? Der Manager ist von 90, glaube ich. Ja, vier Joker. Also ich bin hier für einen Joker und ich würde die Frage einfach wegtauschen. Weil das ist zu hoches Risiko für Chat oder wir können sie googeln, aber googeln ist etwas Schwieriges. Also was kann man auch schwer googeln? 50-50 hilft auch nicht weiter. Nein, ich würde die tauschen. Außer jemand von euch hat eine Snake. Gib mir nochmal die vier Antworten. Habe ich absolut null Ahnung. Ja, nochmal die vier Antworten. Genau. Mhm. Antwort A, Felix Magath und Ernst Happel. Antwort B, Jürgen Klinsmann und Otto Rehhagel. Antwort C, Karl-Heinz Rummenigge und Willi Lemke. Antwort D, Andi Brehme und Rudi Assauer. Ich würde sagen A.
Ich hätte Felix Magath ausgeschlossen. Also, wir schmeißen die Frage raus. Ich glaube, wir werden uns nicht einig. Ich würde B tippen. Ich würde nicht A tippen. Also ich würde A sagen. Frage weg, Oliver? Frage wird getauscht. Ich kann dazu gar nichts sagen. Dann wird sie getauscht. Frage weg und Schwamm drüber. Ich hätte B gesagt. Und? Was wäre es gewesen? Drehhagel. Hast du gesagt, Robin? Ja. Nein. Sondern? Es war Rummenigge und Willy Lemke. Das wundert mich, dass er die Packung nicht mal in der Hand hatte. Ich habe die ausgeschlossen gefühlt, weil Lemke ja auch einen anderen Manager eine Lizenz hatte. Deswegen war ich mir da nicht ganz klar. Gut, dass wir getauscht haben. Die ist schwer. Okay. Ja. Dann die Ersatzfrage. Natürlich Fußball. Nein. Was trifft auf Peter Molyneux, Richard Garriott und Sid Meier zu? Die sind alle über 60 Jahre alt, haben für Electronic Arts gearbeitet, sind in den UK geboren oder gründeten eine eigene Firma. Sag nochmal bitte die drei Designer. Molyneux, Garriott und Meier. Meier ist in der Schweiz geboren. Okay. Oder? Der spricht doch Deutsch. Warum soll der Deutsch sprechen? Naja, weiß ich nicht, weil seine Eltern irgendwie aus Deutschland waren und sind in die USA gefahren. Also. Waren das jetzt nur drei Namen, Waffel? Drei Namen. Peter Molyneux, Richard Garriott. Drei Namen, und aber vier Meier. Fragen. Warte mal ganz kurz. Erzähl nochmal. Peter Molyneux, Richard Garriott und Sid Meier. Was trifft auf diese drei Herren zu? Sind sie alle über 60 Jahre alt? Haben sie alle für Electronic Arts gearbeitet? Sind sie alle in den UK geboren oder gründeten sie alle eine eigene Firma? Hatte Sid Meier eine eigene Firma? Ja, Firaxis. Die haben alle bei EA gearbeitet. Die waren alle bei EA. Wer hat denn von denen keine Ahnung? Nicht. Wer hat von denen da bin ich mir ziemlich sicher. Wer hat von denen keine eigene Firma gehabt? Keiner. Alle. Aber Sid Meier, bist du sicher, dass der Chef... Der Firaxis Games ist eine eigene Firma gewesen. Okay, und Garriott hatte den... Moment mal. Also Sid Meier hat zumindest diese Firma halt gegründet, die Civilization bis heute macht. Und das ist doch, meine ich, Firaxis, ne? Genau. Also Firaxis ist auf jeden Fall gegründet von ihm. Das hat er gegründet. Aber Garriott nicht. Garriott hat jetzt gerade eine eigene Firma. Ja gut, das ist eine gute... Damals hat er für Origin gearbeitet. War er Mitgründer von Origin? Nein. Nein, das ist vorher gewesen. Die haben für Electronic Arts gearbeitet alle. Er hatte Ultima damals in Eigenregie veröffentlicht und ist damit darüber an Origin gekommen. Genau. Und hatte danach, glaube ich, zwei Firmen. Eine hatte er zwischenzeitlich mit diesem MMO, was er dann mal gemacht hatte, nach Ultima Online. Danach hat er ja nochmal ein MMO gemacht und das hat er mit einer eigenen Firma, meine ich, gemacht. Und danach, die ging dann irgendwann pleite und dann hat er ja hier so im Rahmen von dieser Kickstarter-Kampagne hier für diese Shroud of the Avatar eine Firma gegründet. Gut, dann müsste Molyneux keine Firma gehabt haben, nach der Theorie. Molyneux hatte sowohl Bullfrog gegründet, als auch Lionhead. Stimmt. Das wird aber heißen, dass wir dann schon eine Antwort haben. Wenn wir alle drei eine Firma hatten, dann ist es die Antwort. Wollen wir den 50-50 trotzdem nehmen? Ich würde spannend finden, bei drei Fragen, was der 50-50 überbleibt. Ja. Also ich bin mir sicher, dass Sid Meier kein Engländer ist. Ja, da bin ich mir auch sicher. Ja, das glaube ich auch nicht. Ich meinte, Schweizer oder Amerikaner mit deutschstämmigen Wurzeln. Nee, oder er ist irgendwas anderes, aber da ist definitiv kein Engländer. Ich habe ihn mal im Interview gehört, man hört, aber der hat auch. Die Frage war doch, ob alle in den USA. Nee, alle in England USA, geboren waren. Alle drei? Und ich bin mir nicht sicher, ob Peter Molyneux schon über 60 ist. Der ist auf jeden Fall. Ich weiß, dass ich mal ein Interview gelesen habe, schon in Klammern, glaube ich, 57, aber ich weiß nicht, wann ich das gelesen habe. Es kann 3-4 Jahre her sein, das weiß ich nicht. Wann haben die denn ihre ersten Spiele rausgebracht? Das hat nichts damit zu tun. Ja, dann kannst du ja aber erahnen, wie alt sie da gewesen sind. Das hat dann nichts mit Alter zu tun. Ach doch, natürlich. Wenn die da. Na gut, okay. Dann entscheidet ihr das. Das hat gar nichts mit Alter zu tun. 50, 50 also ich würde sagen, Peter Molyneux, ich habe gesagt, ich habe ein Interview gelesen, der war 57. Da habe ich angefangen zu recherchieren. Ich weiß, wenn ich es gelesen habe, als ich ihn angeschrieben habe. Das war vor 2 Jahren. Da war er 57. Oh Gott, ist das eng. Das ist hilfreich. Ja gut, aber der wäre jetzt 59 oder 60. Das hilft überhaupt nicht. Der wäre jetzt... Dann muss er über 60 sein. Nein. Wenn ich vor 2 Jahren 57 war... Er hat gesagt, alle über 60. Dann ist er... Stimmt, wenn er 60 ist, ist er nicht über 60. Dann ist Molyneux 59 oder 60.
Also Sid Meier ist definitiv über 60, bin ich mir ganz sicher. Die Kammern sind über 60, ja. Molyneux ist unter 60 oder 60. Nein, das sage ich ganz sicher, weil also ich wollte ihn anschreiben, habe ein aktuelles Interview gehabt, da war er 57, das war vor 2 Jahren. Das war Januar 2016. Ja, dann fällt das schon mal auf jeden Fall weg. Dann ist er höchstens 60. Zwar dünnes Eis, aber... Also komm, nimm, dann nimm wir 50-50. Das wäre eigentlich was, wenn wir uns an der Stelle sicher sind, auf der einen Seite von der Logik her. Können wir jetzt aber sonst könnte man eventuell Google benutzen. Ja, aber die Antworten waren was? Nochmal bitte. Jetzt gehen wir einmal die Antworten durch, bitte. Mhm. Und ganz langsam, wir sagen Pause. Langsam. Ja, sie sind alle über 60 Jahre alt. Sag ich ganz klar nein. Haben alle für Electronic Arts gearbeitet. Ich meine, Sid Meier hat nie für EA gearbeitet. Dem kann ich zumindest nicht widersprechen. Ja, das bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Die drei Herren sind in den United Kingdom geboren. Definitiv nein. Nein. Alle gründeten eine eigene Firma. Definitiv ja. Das ist sicher. Eigentlich 100 pro, oder? Ja, da noch ist ja drei keine, Joker. Da ist ja, Moment, aber jetzt, Volker, da ist ja jetzt keine Beschränkung, wann sie die Firma gegründet haben. Nein. Oder? Dann hat doch jeder von denen eine Firma gegründet. Klar. Oder nicht? Klar. Richtig. Ja. Der Einzige, wo ich mir nicht zu 100% sicher gewesen wäre, ist Molyneux, aber ich glaube, er hat wirklich auch Bullfrog mitgegründet, sobald ich es im Kopf habe. Ja, natürlich. Lionhead. Ja, klar. Lionhead sowieso, Lion. Natürlich. Das ist Lionhead hat er gegründet. Stimmt. Und ich glaube, Bullfrog auch. Mhm. Nee, dann ist. Und der eine hat seinen Kickstarter gehabt mit der Firma, definitiv, der Garriott. Und Sid Meier sagtest du Firaxis. Ja, dann ist es doch das. Dann nehmen wir das einfach. Da brauchen wir doch keinen Joker. Oder gibt es irgendwo noch einen Haken da dran? Wenn es zeitlich unbeschränkt ist, hat jeder von denen eine Firma gegründet. Und wenn Herr Molyneux tatsächlich... Das Einzige, was sein kann, ist halt, weil das ist bei Sid Meier halt so ein bisschen das Problem ja immer gewesen, dass sie seinen Namen immer zu Marketingzwecken immer überall drauf gestempelt hat. Ne? Das wäre so der einzige Punkt. Aber du hast gesagt, bei Firaxis war ein Mitgründer. Ja, also meines Wissens ja. Firaxis ist ja damals auch vor... genau zu der Zeit gekommen, als er da seine ganzen Sims noch selber gemacht hat. Genau. Ja, der hat bestimmt eine Firma gegründet. 100 pro. Also dann hat er, wenn er Firaxis gegründet hat, ist es scheißegal. Also dann passt es. Dann ist es nicht. Dann nimmt den Stock. Sind wir bei 7 oder 8? Und Arsch und los. Ihr seid bei 9. Ja, dann riskieren wir das natürlich, oder? Ja. Ja, klar, machen wir. Und wehe, Herr Molyneux ist 61. Nein, okay. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nee, doch, okay. Dann. Ihr nehmt die eigene Firma, ja? Ja. Mhm. Ist eingeloggt. Und wir fangen jetzt mal mit dem Alter an. er ist 60? Es haut 59, 60? Genau hin. Peter Molyneux ist 59. Yes. Ja. Gut geraten, genau. Das war nicht geraten. Das war Sid Meier ist irgendwas, muss 63, 64 oder sowas sein. Richard Garriott, 1961 geboren, Sid Meier 1954. Dann ist er auch noch nicht 60. Ja. Doch, der ist drüber. Der ist drüber, ja. Sid Meier hat nicht für Electronic Arts gearbeitet und ist in Kanada geboren. Kanada. Da waren wir uns ab. Da war ich mit Amerika gar nicht so schlecht. Und ja. Ja, kann er hier nicht. Molyneux hat 3 Firmen gegründet. Ne? Oh. Bullfrog, Lionhead und 22 Cans. 22 Cans? Yes. Das ist dieses hier mit diesem Populous-Verschnitt-Ding da. Ja. Firaxis habt ihr genannt und NCSoft war Richard Garriott's Firma. Okay. Ja, Wahnsinn. Die Masterfrage. Und wir haben noch 3 Joker? 3 Joker. Dann werden wir natürlich alle Joker nehmen, das ist schon mal klar. Allein schon. Aus Prinzip. Wir werden sie auch alle brauchen, glaube ich. Erst nehmen wir 50-50, dann fragen wir den Chat und dann googeln wir das nach. So. Und beim Googeln darf man nur ein Wort eingeben, ne? Hat er gesagt. Ein Begriff, ja. Supercalifragilisti. Supercalifragilistisch. Desoxribonukleinsäure. Ja, genau. Das die ist jetzt schlecht zu googeln. Was gab es aufgrund einer Werbekampagne im Internet zu entdecken? Sevens Gästeanwesen im Immobilien-Scout, Facebook-Profil von der Purpur-Tentakel, Guybrush roten Hering bei eBay oder Marios altes Kart bei Autoscout. Wir fangen mal 50-50 an, ne? Ja. Ja, fangen wir an mit 50-50. Genau. 50-50, bitte.
Okay. Aus dem es bleibt Frage. Das Facebook-Profil der Purpur Tentakel und Marios altes Kart bei Autoscout. Dann ist okay, dann sollten wir jetzt bestimmt den, das bestimmtes Kart. Dann nehmen wir jetzt mal den Chat, oder? Bevor ja. Wir, und dann fangen wir an zu diskutieren, was wir googeln. lieber Chat, nochmal beide Antworten und dann ja, bitte ich eure Tipps. Die Frage auch nochmal vor. Was gab es aufgrund einer Werbekampagne im Internet zu entdecken? Das Facebook-Profil von der Purpur Tentakel oder Marios altes Kart bei Autoscout? Stimmt. Also meine Wahnsinns-Berliner Intuition sagt immer Kart, Kart, Kart. Aber das kann tatsächlich beides sein, weil nee, weil sonst wäre, es gibt keine Frage mit zwei richtigen Antworten bei ihm. Lieber Chat, bitte helft uns und gebt mal eure Prognosen ab, damit wir dann weiter beraten können. Also fahren wir Auto oder ist jemand von euch zufällig mit einem Tentakel befreundet bei Facebook? Das mit dem Tentakel kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ja, das mit dem Tentakel kann ja nur gewesen sein, als hier Day of the Tentacle neu aufgelegt haben. Einen anderen Zeitrahmen gibt es ja gar nicht. Hast du recht. Da hast du recht. Das ist eine gute Erklärung, aber... Und die wäre verhältnismäßig billig. Aber... Wir müssen den letzten Joker auch noch verballern. Ja, es gibt das. Es gibt... Googeln, aber was? Gut, Retrodim sagt, Retrodim ist für Facebook. Alexander weiß es nicht. Und Retrodim sagt, das sind heute mehr als 7 Sekunden. Das ist keine Antwort. Nee, der hat ja auch geraten. Er hat das erste geraten. Ach so, stimmt, also komm, letzter Joker. Ihr dürft noch eine Suchanfrage bei Google starten. Also. Aber was sollen wir denn da googeln? Also, ein Wort ist Quatsch. Also eine Anfrage. Ich kann wir können ja komplexe Worte machen. Was kommt, zum Beispiel ja. Facebook-Tent oder so. Willst du? Wir können doch mal zum Beispiel machen, Facebook-Profil. Das muss zu welchem Spiel sein, sagtest du? Zu Neuauflage? Nur ein Wort. Nur ein Wort. Nein, er sagte eine Anfrage. Nee, hat sich korrigiert. Ich würde Facebook-Profil... Ich hätte sonst gesagt, Facebook Purple Tentakel suchen und fertig. Wenn das als oder Anfrage sein darf. Mobile.de Marios Kart. Das hätte man auch machen können. Ich weiß es nicht. Also ich würde... Nummer eins von beiden geht noch. Dann mach Facebook-Profil Purple Tentakel. Das aber was soll mit Profil schreiben? Wegen und beides in Klammern mit dem Ohr. Facebook Purple Tentakel würde ich machen. Dann mach. Ja. Gut. Dann gib ein. So, der letzte Joker. Das Tippverbot wird temporär aufgehoben. Ich habe es gemacht. Das Purpur Tentacle bei Facebook hat 987 Likes. Yeah! Das könnte also heißen, dass es das Frage wirklich beantwortet. Gibt. Ist bei Facebook als Künstlerin oder Künstler gelistet? Ohne Scheiß. 72 Freunde. 46 sprechen darüber. Na gut. Ob das jetzt eine Werbeaktion war, ging ja nicht besonders viral. Nee, wollte ich gerade sagen. Irgendwie nicht so richtig, aber ich habe es jetzt nur bei Google gemacht. Ich sehe es bei Facebook gerade nicht, aber dann muss es das sein. Yeah, wir haben es geschafft. Dann nehmen wir das. Ansonsten schicke ich dir den Link von Facebook und dann musst du dich revidieren, Wolfgang. Aber davon habe ich noch nie was gehört, ehrlich gesagt. Beides nicht. Also ich glaube schon mal, ich habe irgendwie was davon gehört. Du warst eben noch beim Auto, also bitte, ja? Ja, aber ich habe irgendwie... Trotzdem habe ich jetzt, nachdem wir sicher sind, habe ich das Gefühl, ich wüsste es. Ja, ich will noch einen Tipp geben. Die Masterfrage ist sehr, sehr fies. Ja gut, aber ich habe hier tatsächlich ein Facebook-Profil von Purple Tentakel. Also das war doch deine Frage, oder bin ich jetzt da? Das kann aber auch jeder gewesen sein, wenn die das Frage. So vielleicht war das auch Wolfgang und hat das einfach gefoppt. Dann lese nochmal die Frage vor mit den beiden Antworten. Ja. Die Frage war, was gab es aufgrund einer Werbekampagne im Internet zu entdecken? Das ist keine Werbekampagne. Das Facebook-Profil von Purpur Tentakel oder Marios altes Kart bei Autoscout. Also es gab auf jeden Fall das... Wenn er das schon so sagt, dann müssen wir jetzt doch das Auto nehmen. Nein, kann auch einfach sein, dass er uns einfach nur verarscht. Ja, wir müssen das Auto jetzt nehmen. Nein. Er hat extra gesagt, die Frage ist sehr fies. Ja gut, Wolfgang ist aber auch sehr fies. Ja, aber also, ich meine, er ist nicht meta-fies. Er ist nur einfach nur fies. Da ist ein Profil, aber das war ein Hinweis.
Wollte uns retten. Vor der falschen Antwort. Ich nehme die Verantwortung auf. Wir nehmen jetzt Mario Kart und dann könnt ihr mich steinigen. Das tun wir doch sowieso. So weit kann ich nicht werfen, tut mir leid. Also ich bin... Ich weiß es nicht. Also Oliver, ja, einfach ein Facebook-Profil ist halt noch keine Werbeaktion. Ich habe das zwar schon mal gehört, aber ich glaube, das war nicht im Sinne von Mario, wo ich das gehört habe, dass irgendwelche Gegenstände aus dem Spiel in öffentlich angeboten wurden. Nur das, also Autoscout finde ich schon ganz komisch, muss ich ehrlich sagen. Bei eBay, da wäre ich wahrscheinlich eher auf dem Damm. Okay, gut, entscheidet euch. Also ich bin immer noch für das blöde Tentakel. Ich schließe gleich mit dem Freundschaft und frage es. Nein. Aber verwirrt hast du mich jetzt tatsächlich nochmal, das gebe ich gerne zu. Verwirrt hast du mich jetzt. Aber wie viele Likes hatte das? Also du hast in einem Punkt hast du recht. Für eine Werbeaktion ist das viel zu wenig. Das Einzige, was jetzt auch noch sein kann, ist natürlich, es ist nicht die Frage, wer hat diese Werbeaktion ausgelöst. Das kann ja sein, dass die gar nicht von zum Beispiel... Also er hat... sondern von Autoscout. Und dann wäre sowas durchaus schon wieder wahrscheinlich. Und Purple Tentacle hat 987 Likes. Und das wäre natürlich, und soweit gebe ich ja auch wieder Fab sogar recht, natürlich für eine Werbeaktion wäre das eine Katastrophe. Ja. Davon hätte keine Zeitschrift gehört, wenn das auf dem Level wäre. Okay, gut, nochmal denken. Ja. Oh Gott. Aber wenn das los, eine Werbeaktion war, top jetzt, oder top? Hast du gegoogelt oder was? Auch meine erste Intuition. Das war meine erste Intuition mit dem Auto, also mit dem Kart. Robin, reichen uns 987 Likes? Das macht irgendwie auch mehr Sinn. Nee, für eine Werbeaktion ist das zu wenig. Und auf Facebook kann man sehr gut faken. Kart. Aber die Frage ist, macht Nintendo sowas? Macht Nintendo als Werbeaktion so eine komische Geschichte mit Autoscout? Ja, das kann ja sein, dass das gar nicht Nintendo war, sondern Autoscout. Und das wäre dann schon im Rahmen des Wahrscheinlichen. Mhm. Meinst, so wie sozusagen sich mit den Federn anderer schmücken. Ja, oder andere, die sich dann halt irgendwelche bekannten Figuren auf die Kellogg's-Packung kleben oder sowas. Aber würdest du nicht wirklich Ärger geben mit Nintendo, wenn das passiert wäre? Nee, wieso? Ja, die haben einen Vertrag gemacht. Ach so, meinst du das? Ja. Also was Nintendo ja gerne macht, die statten ja teilweise ganze Zeitschriften mit eigenen Artikeln aus. Okay. Das würde passen. Ne? Die bei Autoscout hatten die Idee und haben dann bei Nintendo nachgefragt, was haltet ihr davon? Und dann sowas in der Art. Also ich wäre fürs Kart jetzt. Und ist drauf geschissen, Mann. Wir sind bis Frage 10 gekommen. Also. Nee, geschissen drauf nicht. Doch, geschissen top drauf oder nicht. Top? Allerdings so das andere, das wirkt ein bisschen sehr wie Fake-Profil. Aber es gibt es ja immerhin, das ist das Fiese, ja. Das ist ja das Fiese. Aber jedes Haustier hat ein Facebook-Profil. Ja. Das war jetzt der entscheidende Hinweis. Los, hat der Retro-Lorch auch schon ein Facebook-Profil? Bestimmt. Oh, jetzt ja, gute Frage. Hat's gerade eben registriert. Oh, ist das fies. Ja, ich weiß es nicht. Ich war mir eben eigentlich ziemlich sicher, weil ich es halt gesehen habe, aber. Ja, ich finde das mit Nintendo. Ich find das aufs Glatteis. Ich finde Nintendo und der Begriff Mario Kart finde ich ganz seltsam, würde ich nicht machen. Also dafür ist mir Nintendo zu konservativ als Firma. Und Autoscout zu klein. Nee, das nicht, aber es ist. Umgekehrt kann ich es mir schon vorstellen. Ja, nun, Nintendo macht das ja wirklich bei Zeitschriften, das weiß man ja. Aber das ist auch außerdem Werbung für die und das kostet die nicht mal was. Hätte Autoscout das groß aufgezogen, hätte das einer von uns gemerkt. Ach, bist du sicher? Wer hat denn zuletzt ein Auto gekauft bei Autoscout? Keiner. Gut, aber bekloppte Werbung, ist das übel. Das klingt voll nach behinderter Internetwerbung, ja. Ich bin eher für eine schlechte Werbung von einem Tentakel. Aber denk dran, Wolfgang hat uns zwei Hinweise gegeben. Er hat einmal gesagt, diese Frage ist richtig fies, nachdem wir uns so sicher waren. Fab, denk dran, es ist Wolfgang. Ja, aber ich sag ja, er ist nur fies. Er ist nicht extra doppelt fies oder so. Also, nee. Ich glaube schon, dass er uns hier irgendwie noch halbwegs helfen will. Dann stimmen wir stimmen mal ab, würde ich sagen, und dann machen wir mal eine Entscheidung. Oliver, was denkst du? Ich hätte jetzt alleine vom Ablauf her tatsächlich mehr auf Kart getippt. Gut, ich hätte mehr auf Tentakel getippt. Also eine Stimme für Kart. Ich wäre für Tentakel, habe aber das Problem mit den 927 Leuten, aber ich glaube, Autoscout hätte ich mitbekommen, ich weiß es aber nicht. Hättest du nicht mit... Ich bin für Tentakel. Und Fab ist für Auto. Super.
Ja, Robin, dann trennen wir uns mal von unseren Podcastern und splitten uns mal kurz in zwei Gruppen auf und verlieren dann. Nee, ist ja auch schlecht. Oh Gott, das ist ja... Puh. Lieber Chat, was sagt ihr? Der Chat kann hier nicht helfen. Och, die haben schon dem genug... sagt, Herr Jauch würde jetzt eine Antwort fordern. Ja, Herr Jauch. Herr Aber Jauch ich bin nicht da. Herr Jauch. Lass uns doch Zeit. Würfeln. Und ich lasse euch gerne grillen. Ja, das ist ja für die Hörer spannend, weil jetzt ist ja das Spannende daran, dass Robin und ich so ein bisschen zu den Tentakeln tendieren und ihr zu den Autos. Das heißt, entweder also eins ist mal klar. Erzähl. Also Patrick, du und Robin, ihr seid nur Podcaster. Wir, ich und Oliver, wir sind Experten auf unseren jeweiligen Gebieten. Oha. Also Robin, ich habe manchmal das Gefühl, uns entgleitet der Podcast. Ich bin Experte im Abhaben und Er hat doch heute geschafft, glaube ich, die Oliver, Quote an mit dazwischenreden ist Fab heute der König ich komm, des. Ich komme nicht gegen an heute. Ich bin nee. Aber auch schon, mir ist auch warm und ich bin müde, also deswegen lasse ich ihn auch. Aber Ihr seid überstimmt. Nee, überstimmt sind wir bei 50-50 nicht. Also das ist das Problem. Ja, ich habe ja eine Berliner Stimme. Das und wäre jetzt Oliver nicht in deiner Meinung, dann hätte ich schon längst gesagt, stimmt nicht, aber. Nee, ja, also für mich ist das aber auch mehr nur so ein logisches Gefühl, ne? Weil bei Facebook ist halt so die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand faked, dass meinetwegen es gibt ein Spiel oder sonst irgendwie was und da schreibt irgendein Franz das mit einem Künstlernamen rein oder so. Das wäre dann das eine. Ich habe auch in meinem Freundeskreis auf Facebook jemanden, der nennt sich Zack Phoenix McCracken. Der hat mit dem Spiel nichts zu tun. Ja, das ist halt immer so eine Sache. Und das andere, was halt ist, ich kenne das auch, dass Firmen mal so im kleineren Rahmen solche Sachen aufziehen. Und wenn die eine gewisse Größe haben, dann machen auch so Firmen, größere Firmen durchaus so eine Aktion mal mit. Ja, weil über eins kann man schon im Klaren sein. Wenn du Autoscout24 bist, dann hast du da eine Million Klicks, ob die alle Spieler sind. Ja. Aber Eltern sind die meisten davon. Ich bleib dabei, das hätte ich mitgekriegt, weiß ich nicht. Wenn nicht. Wie denn? Was hast du denn mit Autoscout zu tun? Ich lese Internet, ich bin in diversen sozialen Netzwerken, ich bin in meiner Retro-Blubberblase, Filterblase. Und das hätte irgendeiner immer wieder gepostet, wenn es das gegeben hätte, weiß ich. Also hättest du das mitgekriegt, wenn es bei Wohnungsscout eine Werbeaktion mit SimCity gegeben hätte? Nein, weil ich bei Wohnungsscout nicht viel mitkriege. Aber Autoscout kriege ich öfter Werbung mit und auch Informationen. Hm. Deswegen, also bei Wohnungsscout hätte ich jetzt wirklich raus. Also wenn es eine SimCity-Wohnung gegeben hätte, das hätte sein können. Ach, das hast du einfach übersehen. Und Robin hat es auch übersehen und wir sind alle blöd. Okay, nein, also ich finde es ja auch schwierig. Gottes Willen, deswegen diskutieren wir ja gerade. Aber ich finde es... Es ist nicht schwierig. Das einzig Schwierige ist, dass du hier irgendwie sticken machst. Sehe ich nicht so. Robin, was machen wir jetzt? Wollen wir uns unterbuttern lassen? Ich will es gewinnen hier. Nee, Fab will ins offene Messer laufen. Dann lass ihn doch ins offene Messer laufen. Das heißt, wir bleiben bei den Tentakeln und lassen ihn beides voll Verantwortung. Du übernimmst Verantwortung? Das würde ich sehen. Mein erster Sohn geboren wurde, habe ich schon Verantwortung übernommen. Okay, das stimmt. Dann machen wir das so, Robin, dann lassen wir ja die beiden das offene Messer laufen. Ja, genau. Entweder sind wir halt dann die Deppen vom Dienst, damit können wir gut leben. Genau. Dann fühlen die beiden sich gut und kommen immer wieder. Und wenn die beiden das offene Messer laufen, dann trösten wir sie ein bisschen und sagen, hättet ihr auf uns gehört, wäre alles besser. Gut. Genau. Also ihr könnt da nicht wirklich verlieren. Ich habe kein Problem damit, mal Depp zu gelten. Dann versucht's doch mal ruhig. Aber wir haben das sonst sehr gut hingekriegt. Ich bin sehr erstaunt, wie gut wir uns die Sache zusammensortiert haben. Das muss ich mal sagen. Also tolle Teamleistung war es bis hierhin auf jeden Fall. Auch wenn wir uns jetzt ein bisschen entzweien. Ja, absolut. Ein famoser Durchmarsch. Und jetzt haben wir uns entschieden für das Facebook-Profil. Nein, die haben sich für das Auto entschieden. Für das Auto. Die wollen das Auto haben. Robin und ich wollen das Facebook-Profil, aber wir wurden da... Wir lassen unsere Gäste mal versuchen. Das alte Kart bei Autoscout. Dann wäre das jetzt der Zeitpunkt, die Werbung zu spielen. Nein, wir lösen natürlich direkt auf. Die Antwort ist richtig. Oh. Ja. Ja. Dann zeig uns mal. Oliver, gib mir 5. Hast du einen Link oder irgendeinen Hinweis dazu? Dann packen wir uns den mal in den Chat. Das habe ich gerade gesucht. Da gibt es tatsächlich nichts zu finden. Ich habe es in der Zeitung. Super, es gibt nichts zu finden, wenn wir uns glauben, Robin. Das ist ja auch. Nee, ich kann dir die Zeitung raussuchen. Also es stand tatsächlich in einer Videogames-Zeitung. Ey, guck mal, fand ich witzig. Warte mal,
Und ich meine, es wäre auch von Nintendo selber gewesen. Okay. Echt? Ziemlich sicher. Von Nintendo Deutschland. Super, man kann es nicht googeln. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Teil es war. Das muss dann aber zur Wii-Zeit gewesen sein, weil das war die einzige... Man kann es nicht googeln. Relativ. Wii-Zeit könnte passen. Weil die Wii-Zeit war dann GBA. Man kann es nicht googeln. Man findet nichts. Hätten wir den Google-Joker genommen, wären wir sicher beim Tentakel gelandet. Aber kannst du uns was zu dem Tentakel-Dings sagen? Das ist einfach eine Privatperson, oder was ist das? Ja, das ist... Das hat mich jetzt natürlich auch geschockt, dass es sowas gibt. Das wusstest du gar nicht? Das wusstest du gar nicht? Nein. Okay. Das hatte also ich mir noch ausgedacht. Ich finde in den Suchmaschinen definitiv nichts. Ja. Jetzt müssen wir, Robin, wir müssen noch rausfinden, dass das Profil doch von Werbeaktion ist. Dann legen wir Widerspruch ein. Bestimmt nicht. Also, ich google das wirklich auch erfolgreicher gerade. Gewesen. Ich finde gar nichts. Sind die Oberlurche. Nein, aber dann, ich finde gar nichts. Ich meine, es ist ja schön, dass wir dann gewonnen haben, aber ich finde wirklich bei Google nichts darüber. Das kann man ja noch googeln. Mario Kart, gebrauchtes Auto, Mario Kart. Autoscout geht nicht. Bist du sicher, dass es Autoscout war oder was? Ganz sicher, ja, ganz sicher. Das ist Autoscout. Das war auch nur so eine Randnotiz in der Videogames-Zeitung. War wahrscheinlich gar nicht mal groß. Also hier steht, also das ist nur so ein Print-Ding einfach. Also hier steht, dass das, warte mal, jetzt wir verquatschen also, schon mal Quiz, aber das macht ja nichts. Also wenn ich mich recht erinnere, ging es darum, wer die Anzeige findet, der bekam dann eins umsonst. Und da gab es dann irgendwie ein paar Stück haben die da verlost dadurch. Also ich kann es gar nicht verifizieren, das finde ich spannend. Also Mario hat ein altes Kart angeboten und wer die Anzeige gefunden hat, der bekam was. Also müsstest du auf jeden Fall noch mal uns gerne noch mal einen Hinweis geben, wenn du ihn findest, wo du das gelesen hast. Weil du kannst es definitiv nicht verifizieren, ist der Hammer. Das war eine Macht ja nichts, das ist wie bei Religion, man muss einfach glauben. Wir haben uns ein Monster erschaffen, Patrick. Robin, wir müssen uns überlegen, wollen wir wirklich die Sprachqualität nach Berlin mittelfristig verbessern? Da redet ja noch mehr dazwischen dann. Ihr seid einfach nur... Und man versteht es dann auch noch. Vielleicht gibt es ja so einen Stick mit einer Backdoor, dass du mich dann immer abschalten kannst. Und das geht auch so. Also ich nehme einfach mal ein paar Samples von dir auf und die spiele ich einfach ab. Dann merkt keiner, dass du nicht da bist. Nein, ist ja gut, dass du richtig getroffen hast. Aber mach das für Selma, ist einfacher. Nein. Nee, war eine schöne Abschlussfrage, auch wenn ich, wie gesagt, den Beweis noch haben möchte. So bin ich halt. Das heißt, da darfst du mal nacharbeiten. Ich werde das finden, ja. Sehr gut. Ansonsten haben wir verloren. Nee, du brauchst es nicht finden, wir haben ja jetzt gewonnen. Aber nein, also mich würde interessieren, warum man das nicht googeln kann. Das finde ich wirklich schockierend. Das im Internet, das nichts vergisst. Ja. Das ist erschreckend. Ja, da sind wir nochmal auf einen Nachtrag von dir gespannt, Wolfgang. Das heißt, du hast eine Aufgabe, worüber du auch im Urlaub nachdenken darfst. Vielleicht haben wir ja die Lösung schon für diesen Podcast und können ihn jetzt hinterher gleich auflösen, weil du schon recherchiert hast. Das werden wir gleich dann wie durch einen Zeitsprung erfahren. ich fand's toll, dass wir es im Team gemacht haben, weil das mal ganz andere, dass man seine Gedanken mal da bringen und diskutieren kann. Das ist mal ein ganz anderer Aspekt von einem Quiz. Das finde ich sehr schön. Das stimmt. Sollten wir vielleicht auch mal wieder öfter machen. Finde ich sehr, sehr nett. Vielleicht auch mit verschiedenen Gästen mal im Team arbeiten. Dann ist Wolfgang mehr gefordert sogar noch. Und wir können mal so ein bisschen unsere Zellen gemeinsam anstrengen. Fand ich sehr, sehr schön. Es wird irgendwann wie so eine Fernsehquiz-Show mit mehreren Teams gegeneinander und so. Genau. Ich fand die Frage mit den Firmengründern genial, weil ich wirklich auch mit dieser 57 vor 2 Jahren, das war's, finde ich köstlich. Da hat man irgendwann so ein Fragment im Kopf und denkt dann so, scheiße. Das hilft dann. Ja, aber das war schön. Also gefiel mir sehr gut. Und wie gesagt, Oliver nehmen wir jederzeit gerne wieder im Team auf. Das habe ich verstanden. Nein. Nein. Du hast uns den Sieg gebracht. Der haben einen Tiefschlag. Genau. Du hast uns den Sieg gebracht. Ihr seid die Retro-Lurche und ich bin der Ober-Retro. Das ist mal klar. Ja, das Lurch kam aus dem Glück nicht an durch das Färben. Genau, Retro. Ich bin der Ober-Retro. Ja, super, aber wie gesagt, ist ja gut, wenn man von verschiedenen Seiten das macht. Hat doch wunderbar geklappt. Ja, dann können wir uns eigentlich bei Wolfgang für diesen unterhaltsamen Quiz der anderen Art bedanken. Dir viel Spaß und gute Erholung wünschen. Und, danke. Wohin geht's? Hat er dreimal gesagt, Andalusien. Ja, da gibt's... Weil das ist eine Rundreise. Achso, okay. Ich war in, wie heißt das da? Warte mal ganz kurz. Ich war in Malaga. Ja, genau, da fliegen wir auch hin. Malaga ist kein Land, Malaga ist eine Eissorte.
Ja, genau. Das ist mal klar. Robin, schick bitte keine Soundverbesserung nach Berlin. Nee, ich glaube auch. Nee, gut. Vielen, vielen Dank an alle und ja, mal gucken, was du denn so frisch erholt für Gemeinheiten, die noch wieder ausdenkst. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Alles klar. Bis dann. Vielen Dank an alle. Vielen Dank nochmal. Danke an Fab für das Durchhalten bei der letzten Frage, dass du uns den Sieg auch gebracht hast, natürlich. Das müssen wir anerkennen. Aber. Jetzt aber Schluss. Nicht weiter füttern. Wir warten noch auf den Beweis und dann erkennen wir es offiziell an. Gut. Alles klar. Bis dann. Danke euch. Tschüss. Tschüss. Das längste Quiz der Geschichte. Auf jeden Fall. Ja, ich habe auch gerade gesehen. Anderthalb Stunden. Gott. Scheiße. Aber war schön. Super. Ja, vielen Dank auch an den Chat. Da ist, glaube ich, noch einer da. Alexander noch. Ja, gute Nacht, Alexander. Danke fürs Dabeisein. Und wir können uns freuen, dass wir Freitag in einer Woche vielleicht etwas früher ins Bett kommen. Aha. Ja, genau. Wir müssen kein Quiz aufzeichnen. Ja, das stimmt. Dafür haben wir dann andere technische Störungen wahrscheinlich. Aber Hauptsache, dich halten dann nicht plötzlich die Skater von Hamburg auf. Lass mich bloß. Heute bin ich mal gut durchgekommen. Das war alles okay. Aber das ist... Manchmal wundert man sich wirklich, was so alles vielleicht gibt es einen Marsch der Macintosh-Besitzer in Hamburg. Ja. Die würden ja hier vor meiner Haustür protestieren wahrscheinlich. Ja, klar. Und danach ziehen sie zu dir weiter. Das dauert lange. Und dann tauschen sie sich aus und dann kommen die Nikon-Fans. Nein. Genau. Und wollen deinen Kopf, Patrick. Genau. Wir wollen den Kopf. Nein. War sehr schön. War wirklich was anderes. Vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, gute Erholung, Wolfgang. Und denk dir schöne Sachen aus in der Zeit. Wahrscheinlich hast du da ganz viel neue Inspiration. Und dann, ja, sind wir wieder nachher die Gelackmeier. Jo. Dann vielen bis Dank dann. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Ja, so viel zum Quiz. Und ob das Ende jetzt für uns gut oder schlecht war, Robin, ich weiß es nicht. Wir haben gewonnen und unsere Mitpodcaster sind glücklich. Doch eigentlich ist es okay, dank oder? Mir. Ja, wobei ich hatte das Gefühl, Robin hätte sich mehr gefreut, wenn ihr nicht recht gehabt hättet. Ja. Und ich muss ja sagen, zwei Sachen fand ich ja wieder köstlich, weil einmal, dass wir ja das Facebook-Profil vom Tentakel gefunden haben. Obwohl das Bonadini, genau, das nicht gefunden Wolfgang hatte. Der Meinung war, es gibt gar kein Profil und er war sicher, das hat er sich ausgedacht und der musste sich irgendwie rausreden, dass das Ganze doch zu den Cards ging und das war sehr, sehr schön, finde ich. Ja, und er hat dann zwei Hinweise gegeben, genau. Ja, da habe ich beim Googlen über das Mario Kart-Ding nichts rausgefunden, habe bis heute auch nichts darüber rausgefunden. Es ist wirklich nicht googelbar, aber Wolfgang hat ein tolles Archiv und hat uns gleich einen Screenshot geschickt mit Links, die nicht mehr funktionieren. Aber da gab es wohl wirklich diesen Mario Kart Werbegag. Ich hoffe, das hat jetzt nicht Wolfgang schnell gemalt, die Anzeige. Und anscheinend hat Autoscout24 damals wirklich ein Gewinnspiel gemacht, wo man Mario Kart Double Dash Limited Edition Pack abstauben konnte. Gehen wir davon aus, dass die Recherchen von Wolfgang stimmen. Man kann es wirklich nicht googeln. Wahnsinn. Also das kenne ich eigentlich auch nicht, sowas. Ja, wollen wir gucken, was Wolfgang in seinem Urlaub alles vorbereitet hat für die nächsten Sendung. Ich habe ja immer Angst, wenn er Zeit hat, weil dann warte ich immer schon auf den Anruf, dass ich wieder an Pranger komme oder dass im Quiz irgendwas Besonderes passiert. Also da freuen wir uns, denke ich mal, auf ein frisches Quiz in zwei Wochen und ja, vielleicht lassen wir uns da wieder überraschen. Retro Today. Retro Gegenwart. Kommen wir mal zur Retro-Gegenwart. Und ja, da geht es immer noch am Anfang jetzt um die Atari-Geschichte. Ich meine, Dirk, kannst du das einmal nochmal uns zu Gehör bringen, was da so alles demnächst ja kommen soll oder was da in Arbeit ist? Die Atari-Geschichte bezieht sich jetzt auf den VCS oder? Darauf beziehe ich das, weil das geht ja gerade durch alle sozialen Medien, dass da jetzt die Eier... Jetzt kann ich dieses Wort wieder nicht. Eierlegende Wollmilchsau. Nein, scheiße. Eierlegende genau. Wollmilchsau. Aber nicht Eiermilch. Ich habe Eiermilch gesagt, glaube ich. Oh, lecker Eiermilch. Das ist was anderes, Patrick. Wo ja die Sau des Dorf getrieben wird. Nein, wo jeder zweite Facebook-Post ja über diese Atari VCS-Geschichte läuft. Bevor Gott. Rede, Dirk. Die Kuh wird durchs Dorf getrieben, nicht die Sau. Wer macht mal einen Zusammenschnitt von den... Wird das Lama durchs Wolf getrieben, genau. Ja, alles Schnee von morgen. So, jetzt fangen wir an. Okay, offensichtlich hat die Unterstützung auf Indiegogo für den Atari VCS dann ja das Ziel erreicht und weit überschritten.
Und ja, diese schöne Box ist dann oder soll das ultimative Heimunterhaltungssystem sein, Linux-basiert, Streaming-Box, es kann eigentlich alles. Allerdings, wie das immer so ist bei Dingen, die alles können und gekickstartet werden, weiß man noch nicht so ganz, ob was es dann wirklich kann hinterher. Das erinnert sehr an die, wie hieß die Ua? Wie hießen diese komische Ui, Uja. Genau. Genau. Ist. Spannend bei Facebook, die Kommentare unter diesen Links auf Indigo sind meistens sehr skeptisch. Und wenn man mal in die Preise reinguckt, was die für diese Wollmilchsau haben wollen, fandst du das okay? Naja, wenn es, da ist ja immer so ein bisschen die Retro-Komponente damit drin. Das heißt, ähnlich wie bei den nachgemachten oder die Neuauflagen von NES und SNES Classic, das ist ja auch teurer als die Hardware, die es eigentlich aber kostet. Mal die Preise, aber hier sind wir halt bei 280 US-Dollar. Also dann wahrscheinlich auch bei 280 Euro. Nein. Das ist ohne Zoll und ohne alles noch. Also ja, du kriegst eine Vectrex dafür. Oh, ja gut, dann nehme ich lieber ein Vectrex. Ja, ich auch. Also wie gesagt, Idee ist gut, darum geht's gar nicht, aber da versuchen sie dann noch nebenbei einen Streamingdienst mit reinpacken zu wollen, dann soll man natürlich auch Netflix über das Atari VCS gucken können. Natürlich. Man soll alles damit machen können, was irgendwie geht, und ich glaube, das ist ein bisschen zu viel gewollt. Gut, sie haben es erreicht, sie haben es mehrfach überschritten, ihr Ziel. Ich werde es mir nicht kaufen, nicht für den Preis, weil, wie gesagt, die ausgebaute Version hat den Preis an der PS4 und da ist bei mir echt der Spaß dann mal vorbei. Und irgendeiner schrieb auch bei Facebook, es gibt ja auch diese ganze Atari VCS-Sammlung, die sie da reinpacken, als Atari World oder so ähnlich, bei Steam und bei diversen anderen deren Diensten für, was weiß ich, $20 oder ähnliches, hat dann auch die Spiele. Also wegen der Atari VCS-Lizenzen braucht man sich das Ding definitiv nicht kaufen. Und dann ist meine Frage, warum dann? Nur damit man wieder irgendein Gerät hat, was theoretisch alles kann? Ich weiß auch nicht. Also ich habe, was das Ding angeht, vom Angebot her, mir kommt das einfach vor wie so ein Amazon Fire TV mit ein bisschen mehr Power. Ja. Und das ist also nur, damit man halt ein schickes Gehäuse hat. Ich weiß nicht. Die Idee dahinter wirkt auf mich schon so ein bisschen wie bei der Ouya oder halt wie wie zwischenzeitlich hier der Mensch hier, der die US-Retro, dieses US-Retro-Magazin gemacht hat. Der hat doch auch zwischenzeitlich versucht, so eine ColecoVision Konsole durchzubringen und ist durch seinen eigenen Fotomontagen auf die Nase gefallen. Aber das war ja so ein ähnliches Prinzip, dass der wollte, dass Indie-Entwickler sich auf dieses Ding stürzen. Ja, aber das kann man auch bei Steam machen oder auf dem PC oder sonst wo. Ich weiß nicht, es war optisch ganz interessant, das Ding, aber das sieht für mich aus, ich will jetzt nicht sagen, eine Mogelpackung wäre negativ, ich will dir nichts unterstellen, aber der Preis ist für mich dafür auch viel zu hoch, weil im Endeffekt ist das nichts anderes als ein, wie du eben gesagt hast, als ein gepimpter Amazon-Stick, auf Deutsch gesagt. Ja. Also mir kommt das so vor, als ob so Marketing-Leute auf die Idee gekommen sind, wir machen eine Konsole, Punkt. Und das ist auch der Grund, wieso ich glaube, dass das Ding scheitern wird. Weil scheitern wird es ja nicht, weil wir können ja mal auf dem aktuellen Stand gucken. Es wird sich vielleicht nicht durchsetzen, soweit gebe ich dir auch zu 100% recht. Aber naja, das meine ich damit. Ich meine, ja, ich nicht meine jetzt nicht. Sprechen, die wollten $100,000 haben und haben jetzt 2,7 Millionen. What? Ja, die erste Auflage ist dann schon mal gesichert. Das ist schon richtig. Also scheitern ist da der falsche Satz. Scheitern auf hohem Niveau, würde ich mal sagen. Weil ich behaupte mal, in 1-2 Jahren wird von dem Ding keiner mehr. Gut, das ist nicht erschienen. Also wenn es jetzt erschienen wäre, pack 1-2 Jahre drauf und da wird kein Mensch mehr danach krähen. Tut mir leid. Dann sollen sie lieber eine Atari VCS Mini rausbringen, da hätte ich mehr Spaß dran. Tut mir leid. Oh Moment, Smart Home Integration, also das ist Es wird ja immer besser. Es ist alles das ist drin. Das ist ja eine Fritzbox. Geil. Man kann sogar die Fritzbox ist viel billiger. Kaffee kochen damit. Und als Türstopper auch hübsch. Vielleicht wird es noch eine Alternative. Ja, super. Wobei man noch dazu sagen, beste Türstopper überhaupt und als Briefbeschwerer. Der geilste Briefbeschwerer. Stöfchen. Sollte vielleicht noch dazu sagen, dass die optisch schöne Variante, die Patrick so gefällt, mit dieser Holzfront, natürlich auch die teuerste ist. Und die meisten werden wahrscheinlich einfach nur ein schwarzes Stück Plaste sein. Ja, das ist ja mal so, ein Stück Holz kostet ja auch viel Geld. Ne? Ja, so okay. DC-Fix-Folie, ne? Dann kann ich eben nur sagen, dann sollte man sich lieber so eine ASRock komische Geschichte kaufen von ASRock. Die liefern immer so All-in-One-Computer aus für relativ wenig Geld. Ich glaube, die sind schneller und nicht viel, also kosten wahrscheinlich 200 Euro weniger. Aber können so viel tausend Leute mit so viel Millionen an Geld unsere Zweifel nicht zerstreuen? Nein, meine nicht. Also ich habe ja, als ich es gelesen habe, gedacht, cool, will ich haben.
Was soll das kosten? Was ist das? Nee, danke. Also, ich bin gespannt, aber ich glaube, das ist eine Sache, die werden damit, klar, wie gesagt, ihr Ding durchziehen können, aber das wird nicht was, wo wir doch in vielen Jahren drüber reden. Und doch, da reden wir in 20 Jahren wieder drüber beim Extrem-Retro-Talk, wenn das Ding auch Retro ist. Du meinst den Retro-Retro-Kompott? Ich habe hier ein großes Faible für Sackgassen-Hardware und das deutet sich an, dass das auch das. Das heißt, du gehörst zu den Unterstützern. Nein. Patrick, das ist ein schöner Begriff, das machen wir mal als Podcast. Sackgassen-Hardware, das ist ein schöner Begriff. Ja, dann gleich oben eintragen und ich muss gleich etwas erzählen, deswegen das kann ich gerade nicht, aber das behalte ich mal im Kopf. Behalte es mal im Kopf. Ja, und wo wir ja auch alle drauf warten, ist ja. Die Vega, der Spektrum-Emulator als Handheld, das war ja auch eine tolle Geschichte, Fab, oder? Das wird doch super, oder? Ja, und da du scheinbar einen noch besseren, neueren News als ich da hast, dann red doch gleich weiter. Also ich glaube, ich habe nur so viel mitgekriegt, dass diese Vega Plus, ne, einfach, dass die jetzt abkacken einfach, weil sie es nicht schaffen, das Ding auch auszuliefern irgendwie. Die kriegen ne, gar nichts hingefühlt und das Ding wird nicht erscheinen, soweit ich es verstanden habe, oder? Hat da jemand, ja, nee. Ich habe freundlicherweise hat jemand, ich weiß nicht, ob selbst Patrick das war, hat mir noch eine neuere News von dem BBC reingegeben. Also, die eigentliche News, die Fab vorlesen wollte, war, dass die Firma, wie heißen die noch? Nein, das ist der Hersteller. Nein, dass die Crowdfunding-Seite Indiegogo ist gestoppt hat, dass seit langer Zeit mal wieder bei Indiegogo ein Projekt von der Firma Indiegogo gestoppt worden ist. Und die haben gesagt, sie möchten für dieses Projekt erstmal kein Geld mehr einsammeln, weil die nicht zu Potte kommen. Die Sachen versprechen, die sie vermutlich nicht einhalten können. Und jetzt habe ich eben gerade diesen, das ist wirklich ein sehr, die BBC ist ja immer eine gut informierte Seite und die machen das ja auch rein von den Informationsgehalt ist da extrem viel drin. Ich habe das versucht eben nochmal zu überfliegen. Also es ist so, dass Indiegogo das gestoppt hat und hat der Firma RCL Auflagen gegeben, die sie einhalten müssen, damit sie A, Geld davon bekommen, beziehungsweise sie müssen auch noch den Leuten, die jetzt drauf gewartet haben und es nicht klappt, das Geld auf jeden Fall zusichern, dass sie es wieder zurücküberweisen. Und das Hauptproblem, was sie wohl haben, das steht hier nur so im Nebensatz, also die Vega soll mit über 1000 fest installierten Spielen rauskommen. Und es scheint wohl so zu sein, dass der Rechteinhaber, nämlich die Firma Sky, die hat sehr viele Rechte an diesen Spielen. Also von den 1000 Spielen sind wohl ein Großteil von diesen in der Sky-Lizenz. Und da sind immer noch Sachen nicht besprochen. Und nicht fertig. Und das offizielle, also bis zum 5. Juli, nee, bis zum 5. Juni, ich habe das schon wieder überlesen, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wo das ist, müssen die ein funktionierendes Gerät rausbringen. Aber die Firma RCL überlegt, ob sie das Gerät erstmal ohne Spiele rausbringt, weil es ja noch rechtlich Probleme gibt mit den Spielen. Entschuldigung, klar haben die das abgebrochen. Also du bietest etwas an, die hatten schon über 500.000 Pfund zusammen. 512.000 Pfund haben sie von 4.700. Wie war das mit Sackgassen-Hardware? Und dann haben sie noch nicht mal, sie haben noch nicht mal ein Gerät präsentiert, was funktioniert. Und sie haben noch nicht mal sicher die Spiele darauf. Ja, das klingt auch schon wieder alles sehr, sehr, sehr. Und dubios. Das, was jetzt eine weitergeht als das, was Fab als Information hatte, ist, dass aber, damit das wohl nicht so eine Riesenwelle produziert, Indiegogo jetzt denen noch mal zusätzlich Zeit erlaubt, den gestoppten Indiegogo noch mal weiterführen zu lassen. Also es, genau, sie werden einfach dann eine Konsole mal schicken, eine funktionierende, und dann auch einfach garantieren, dass die Leute, die 100 Leute, die inzwischen ihr Geld zurückhaben wollen, dass sie das auch kriegen und so. Und dann würden sie sich das noch mal überlegen. Also, aber wird das wahrscheinlich nicht so kommen. Dieses Indiegogo-Problem, das ist ja aber anders als bei Kickstarter, dass du da ja auch sagen kannst, egal wie viele Leute was spenden, oder nicht spenden, wie viele Leute was investieren, sie machen es auf jeden Fall und du kannst es bei jeder Summe einfach dir einverleiben. Also ich war nie so ein richtiger Indiegogo-Fan. Ich habe da auch mal etwas unterstützt vor einigen Jahren, was auch nie was geworden ist. Und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, war auch diese ganze 20-Mini-Geschichte, die fing ja auch auf Indiegogo an und hat sich ja auch nicht so entwickelt, wie man gehofft hat, weil da warte ich bis heute auf mein Handheld und auf die Version mit Tastatur. Kommt ja alles noch, ist auch wirklich in Planung. Aber auch da haben sie ja andere Wege nachher noch gesucht, um das Ding überhaupt erstmal in die Richtung zu bringen und kümmern sich jetzt statt um ein vernünftiges Update, dass man die Spiele vernünftig einladen kann oder mal um einen richtigen Joystick, wieder um 1000 andere Dinge. Also da scheinen sich einige ein bisschen zu verplanen. Ich gucke gerade mal, was jetzt zurzeit wie der aktuelle Stand ist. Und es ist tatsächlich wirklich gestoppt. Hier steht abgeschlossen. Es ist durch das Thema.
Und 27. März wurde es abgebrochen und es steht hier aber nicht mehr, was damit passiert ist. Also es ist kein noch, warte mal, Updates hier. Achso, warte mal hier. Vor 3 Tagen, 6. Juni. Warte, ich gebe mal richtig frische Informationen. Wie euch bewusst seid, haben wir mit dem Vega Plus Team eine Verlängerung der Geschichte bis zum 15. Juni abgemacht. Die haben halt bestimmte Sachen gefordert und die sollen halt mehr Informationen mit den Sky-Problemen, also mit der Lizenz geben, was von den Backern, die es zurückhaben wollen, was damit passiert ist. Und vor 3 Tagen, am 6., leider sind von diesen Dingen nicht alle bis jetzt erfüllt worden. Und wir können keinen und deshalb können sie das Team denen keine Extension mehr anbieten. Und in dieser Woche die wollen die Recoup-Fonds, also die wollen das Geld wieder zurückzahlen, damit die so refunden können. Na super. Also halten wir mal auf Beobachten, sag ich mal. Das aber ist hochinteressant. Also da ist noch Bewegung drin. Dubios. Dann halt das mal auf Beobachten auf jeden Fall. Und der Hass korrigiert mich, beziehungsweise sagt, ich hatte recht, eigentlich ist das ja Spenden. Investieren ist für ihn was anderes. Ja, aber normalerweise, zumindest bei Kickstarter, kriegt man ja auch am Ende was für sein Geld. Und zwar meistens auch das, was man bestellt hat. Oder was man in weiser Voraussicht vorab bezahlt hat, um es mal verdient positiv zu ausdrücken. Lassen wir uns mal überraschen, wie das weitergeht. Klingt jedenfalls nicht sehr schön. Also, naja, was schön klingt, Ledger, oder auch nicht schön klingt, das weiß man ja noch nicht, Ledger Suite Larry kommt mal wieder. Das habe ich in der Bild gelesen, oder auf bild.de genauer gesagt, mit der Überschrift: Der Schürzenjäger aus den 80ern, Ledger Suite Larry ist zurück. Die siffige Bar hat auch 2018 noch geöffnet, doch statt den üblichen Trinkern wird sie jetzt von Influencern und Hipstern bevölkert. Ja, das nennt man doch anpassen an die heutige Zeit. Der Publisher soll Assemble Entertainment sein und es soll ein klassisches Point-and-Click-Adventure in 2D-Grafik werden. Und man möchte auch, möchte es einfach wieder in die heutige Zeit portieren, sag ich mal. Wet Dreams Don't Dry ist der Titel. Sieht ganz nett aus, aber ich weiß, wie gesagt, schöner, nicht. Schöner Titel, ne? Feuchte Träume trocknen nicht. Ja, das ist das für uns Nicht-Engländer. Ich bin bei solchen Sachen skeptisch, aber bisher waren die Larrys, die ja noch neu rausgekommen sind, teilweise ein bisschen grenzwertig und vielleicht schaffen sie es tatsächlich, so ein bisschen die Atmosphäre rüberzubringen. Ich will mal angucken, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Ich glaube, Oliver möchte was sagen. Nein, der knurrt was im Hintergrund. Möchtest ja, du? Ich bin nicht überzeugt von dem Ding bisweilen. Also man kann sich natürlich auch irren. Ich bin ohnehin immer sehr skeptisch, wenn erstens mal nicht die Originalentwickler involviert sind und wenn es auch noch deutsche Entwickler sind, bin ich erst recht skeptisch bei Comic-Spielen. Was ich aber auch fand, ist halt so die Grafik, wie die sich verändert haben. So Larry sieht irgendwie diese Checker-Pose, die er da immer hat. Hallo, in der Bar sind Influencer, da muss man sich ja bemühen. Ne? Deswegen sieht man auch aus wie ein Checker und nicht so dieses dödelige, naivliche, was er sonst immer so drauf hatte. Ich weiß nicht. Es kann sein, dass es hinkriegen. Vielleicht kriegen sie auch einen neuen Blickwinkel auf ihn hin. Kann man ja nie ganz ausschließen. Wenn Oliver Pocher nehmen als Synchronstimme, ist ja alles gut, oder? Es wird von Assemble Entertainment gemacht, habe ich gelesen. Ja, genau. Und die haben ja auch schon Hanse neues Spiel und Pizza Connection 3. Pizza Connection 3, das auch sehr angesagt ist, ja. Also dürfte vielleicht gar nicht so schlecht sein. Du bist heute ein bisschen negativ, Oliver. Also das Pizza Connection 3 ist so meines Wissens, so was ich gelesen habe, so mittelmisslungen. Okay. Dann wollen wir hoffen, dass Larry ein bisschen pfleglicher behandelt wird, weil der musste ja auch schon einiges durchmachen in den letzten Jahren. Seitdem Elle sich nicht mehr um ihn kümmert, hat er doch ganz schön verloren manchmal. Also ich finde es ja fürchterlich. Das Spiel weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber dass du die Bild-Zeitung liest. Ich lese A, beruflich die Bild-Zeitung und B, gute Ausrede. Sehr gerne, weil wir viele Sachen oder weil man viele Sachen wirklich auch darüber früher bekommt als über andere Quellen. Das muss man leider oder zum Glück sagen. Da muss man Bilder-Zeitung lesen. Genau. Nee, aber die haben schon ein ganz gutes Netzwerk von Informationen. Das muss man denen lassen, was auch immer man über die Zeitung selbst denkt. Aber die haben teilweise echt Infos sehr viel früher. Und man muss immer sagen, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen außerhalb des Retro-Podcasts, man muss halt mit, das wichtigste Zeichen unserer Zeit ist, wie man mit Informationen, die man bekommt, umgeht. Und ich glaube auch,
Ich könnte auch wahrscheinlich eine Zeitung von einem linksautonomen Steinschmeißerblatt lesen, ohne Probleme, wie auch irgendein rechtes Blatt. Man kann sich ja aus diesen Informationen das rausnehmen und das rauslesen, was interessant und was das hinterfragen. Das Problem ist ja heutzutage, du kannst vielleicht einem sehr einfachen Menschen eine hochintelligente Zeitung geben und vielleicht findet der auch in der Zeitung Dinge, die ihn nicht klüger machen. Deswegen, ich will jetzt nicht die Bild-Zeitung verteidigen, aber auch man kann auch mit sowas im Leben weiterkommen. Und tatsächlich, wir haben ja auch die Bild-App auf dem Handy drauf und da kriegt man schon manchmal ganz gute Hinweise, was man woanders nochmal nachrecherchieren kann zumindest. Also die sind halt wirklich schnell und können sich halt erlauben, mit vielen Leuten viele Quellen anzuzapfen, sagen wir so rum. Das muss man ja sagen. Du hast ihnen damals das nicht gegeben, ne? Dieses Video. Bitte was? Du hast ihnen damals das nicht gegeben, wie damals dieses Attentat auf diese Tennisspielerin war. Woher weißt du das denn doch? Wann habe ich das denn mal erzählt? Das muss lange her sein. Ja, ich habe gerade im Classic-Kanal die PC-Steinzeit im Monika Seelisch. Was hat Monika Seelisch mit der PC-Steinzeit zu tun? Das würde mich jetzt mal interessieren. Okay, ja, das stimmt tatsächlich. Ich wurde da angesprochen, ob ich das gefilmt habe. Und ich hatte es zwar nicht gefilmt, aber ich habe so getan, als wenn ich es gefilmt hätte. Und habe dann gesagt, ihr kriegt es nicht, ja. Heute würde ich fragen, was zahlt ihr? Nein, würde ich natürlich nicht. Ich bin ja ein ordentlicher Mensch. Machen wir mal weiter, bevor wir uns hier wie immer um Kopf und Kragen reden. Fab hat noch was eingefügt, damit der Podcast nicht zu kurz wird. Du wolltest nochmal auf Hardware 2 eingehen. Ja. Na, ist ja, ich meine, ist jetzt nicht so super retro, aber eigentlich auch schon relativ alt. Und für mich auch eins der prägendsten Ego-Shooter, ne, Half-Life 2, davon gibt es jetzt mal von der Community erstellt ein kostenloses Update. Ich lese kurz vor: A complete free and extensive community developed update featuring beautiful lightning, countless bug fixes and brand new community commentary mode, wenn man den braucht, keine Ahnung. Aber ich meine, wer Half-Life 2 noch nicht hat, kann es bei Steam auch für komische 8,19 € kaufen. Seltsamer Preis. Und das braucht man halt, ne, damit ein Mod läuft, klar. Und also kann ich nur empfehlen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt nochmal deswegen jetzt nochmal spielen würde, aber wer es irgendwie noch nicht kennt, irgendwie noch zu jung ist und aber trotzdem schon diesen Retro-Podcast hört hier, dem sei gesagt, okay, hol dir Half-Life 2, dann das kostenlose Update drüber und dann ab geht's. Ne? Geiles Spiel. Absolut. Wir waren gerade bei 2004 übrigens. Ja, habe ich auch gerade gesehen, genau, ist auch schon. Der Start der Online-Aktivierung. Fast 15 Jahre. Retro-News, nein. Ja. Wir waren gerade bei Zeitung. Jetzt Youngster, ein Youngster. Vielleicht seriöseren Zeitung, nein, keine Ahnung. Oliver, in der Welt wird es auch retro. Ja, und zwar gibt es dort einen Artikel über die Geschichte von Commodore, beziehungsweise hauptsächlich über die Heimcomputergeschichte von Commodore. Es ist von der Länge her und von der Tiefe her würde ich sagen, so die Commodore-Story im Zeitraffer. Angefangen vom VC20 bis hin zum Amiga, bis hin zum Niedergang. Ist, würde ich auch sagen. Also so ist es für Einsteiger. Also wer sich schon mal mit der Thematik auseinandergesetzt hat, der wird dort nichts Interessantes drin finden. Allerdings, er ist wirklich ganz unterhaltsam auch geschrieben. Und so wie ich das hier gelesen habe, ich habe ja auch nichts gelesen, was irgendwie ja am Thema vorbeigeht. Also es passt schon alles. Also für Einsteiger ist das ein guter Tipp. Ja, und dann machen wir mal weiter. Eine Sache, die immer mal wieder alle paar Jahre gefühlt wieder auf den Tisch gepackt wird. Andreas, die Monkey Island-Fans rumoren wieder, wie immer eigentlich, oder wie schon seit langem. Ja, denn nach meinem letzten Kampf mein Herrn Blut überströmt. Na, weiß noch jemand die Antwort? Leider nein, aber ich weiß, worauf du anspielst. Ja, das Beleidigungsfechten. Und zwar am 23. Mai hat Ron Gilbert an Disney einen öffentlichen Tweet abgegeben, nachdem sie ja jetzt keine Spiele mehr machen. Er wird echtes, bares Geld für die Lizenzen von seinen IPs praktisch zahlen, damit er sie wieder zurückkaufen kann, um neue Spiele eben zu machen. Das war ja früher immer ein Problem, weil sie meinten, na, wir machen ja doch noch Spiele und so weiter und jetzt machen sie ja offiziell keine mehr. Und darum hat er mal angefragt. Und natürlich kam noch nicht zurück, aber es wurde jetzt eine Petition gestartet, ob es nicht möglich wäre, das Ganze zurückzugeben oder zu verkaufen von Disney. Und die kann man jetzt unterschreiben. Und zurzeit sind 14.728 Unterschriften eingelangt.
die praktisch sagen, ja, gebt ihm endlich diese Lizenz. Es wird zwar nichts bringen, wahrscheinlich, aber es ist die Frage, ob das Disney beeindruckt, ja. Entschuldigung, das ist Disney, natürlich nicht. Das ich verstehe das. Wenn so eine, ja, wenn so eine IP auf Deutsch gesagt, Halde liegt, ist schon schade, wenn die wirklich damit nichts mehr machen wollen. Ich meine, die könnten ja auch die Rechte geben, da ein Spiel draus zu machen. Und wenn sie vielleicht mal irgendwann einen Film machen wollen, können sie es selbst machen, keine Ahnung. Aber es ist schon schade, wenn sowas brach liegt. Dann es ist also bei Monkey Island finde ich das auch richtig merkwürdig, weil Double Fine hat ja auch die Lizenzen bekommen für Day of the Tentacle und für die ganzen anderen Tim Schafer Adventures. Irgendwas ist da, weiß ich nicht. Da sitzt ein Kinofilm, pass mal auf. Genau, da sitzt jemand, der hat eine Idee in der Schublade und die wissen genau, wenn sie das jetzt irgendwie uninteressanter machen, dadurch, dass er was Neues damit macht, dann kommt der Film nicht mehr gut an. Also ich bin mir sicher, dass das nicht niemals, da wird nichts passieren. Die wissen genau, die haben dafür wenig Geld, die haben dafür wirklich für ein Schnäppchen LucasArts Lucasfilm gekauft. Wirklich ein Schnäppchen. Ich glaube, was war das? 7 oder 8 Milliarden? Das ist doch eine Lachnummer. Entschuldigung. Mit allen Star Wars-Rechten. Die Franchises, ja. Ja, das ist also ein, und dann noch Indie dazu bekommen und was da nicht alles noch mit dran zugehört. Das ist, und dann, klar machen sie das nicht, weil die wissen, wenn sie das mit lustigen Leuten machen, Monkey Island und dann mit der lustigen Geschichte, das zieht, das wird immer noch verkauft werden und dann wollen die nicht, dass da jemand in der Geschichte, die jetzt ja festgeschrieben ist und sich nicht mehr bewegt, noch irgendwas verändert. Ja, und der Amiga Master schreibt wieder der Nase gebohrt, der hat zugehört. Ja, wunderbar. Ja. Stimmt, ja, hast wieder in der Nase gebohrt, ja, okay. Genau. Ja, alte Sachen neu aufgelegt oder woanders aufgelegt. Oliver, du hast Insider-Infos, sag ich jetzt mal ganz schelmisch, zu Eye of the Beholder. Ja, und zwar hat der Andreas Larsson sich letztens auf Facebook gemeldet und dort gepostet, dass er wieder an Eye of the Beholder arbeitet, an der C64-Umsetzung von dem Spiel. Das ist eigentlich keine ganz so neue Info, weil Andreas sitzt eigentlich seit 2006 schon an dem Spiel. Mhm. Das Problem war nur immer, dass der C64 eigentlich dafür nicht ausreichte, also vom Speicherbedarf her. Er ist dann 2010 irgendwann übergeschwappt zum C128, der reichte vom Speicher auch nicht. Und hat jetzt Anfang des Jahres angefangen und hat mit dem Easy Flash Modul. Das Easy Flash Modul ist im Prinzip ein Steckmodul, was man selber bespielen kann mit Daten. Hat dann darauf den Ansatz gewählt und die Grafikdaten in verschiedene Speicherbänke ausgelagert. Und plötzlich reicht quasi der C64 für dieses Spiel aus. Und er hat dieses Jahr enorme Fortschritte gemacht, wenn man sich das Video dazu anguckt. Er hat inzwischen 2 Videos dazu veröffentlicht. Das wirkt wirklich unverschämt flüssig inzwischen und Insider-Informationen, um da mal kurz einen Schwenk drüber zu bilden, das liegt auch mit daran, weil ich bin auch Teil des Teams. Also von mir stammen die Intro-Grafiken. Du bist also intim sozusagen. Ich bin intim mit dem Projekt, genau. Du bist Intro-intim, okay. Genau. Intro-intim, oh mein Gott. Er ist Mitglied. Genau. Ja, ohne. Oh Mann. Können wir ganz schnell zum nächsten Thema wechseln? Dirk, ja, bring uns zur den Sega Mega Drive Wochen zurück. Nein, erzähl mal. Ja, das stand doch eben noch doppelt drin, oder? Redundanz, Redundanz. Ausgegeben. Ah. Redundanz. Ja, es gibt für Xbox One und PS4 eine Sega Mega Drive Classic Spielesammlung, die über 50 Spiele auf einem, nee, 50 Spiele, nicht über 50, es sind 50 Spiele, zusammenfasst in einer Box und dass man dann halt die alten Mega Drive-Titel auf den neuen Konsolen spielen kann. Das passt natürlich super zu unserem Thema und weil das ja noch wir einen viel zu kurzen Podcast haben und das Thema Mega Drive viel zu kurz war, hier kurz die Aufzahl. Alex Kidd in den Hans Castle, Alien Soldier, nein, Alien Storm, Altered Beast, Beyond Oasis, Biohazard Battle, Robin, du hast Bonanza Bros, Columns, ja. Columns 3, Revenge of Columns, Comic Zone, Crackdown, Decap, Attack, Dr. Robotnik, Bean Machine, Dynamic Heady, Edward, Sage, Anders,
City on the Side, Fatal Labyrinth, Flicky, Galground, Galaxy Force 2, Golden X, Golden X 2, Golden X 2, Guns der Heroes, Kamele. Und jetzt kommen die wirklich guten Landstalker, Light Crusader, Fantasy Star 2, Fantasy Star 3, Generations of Fantasy Star 4, Rista, Shadow Dancer, The Secret of Shinobi, Shinobi, Shining Force, Shining Force 2, Shining Force Darkness und viele, 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 viele andere. Es gibt übrigens eine Sache, die wollte ich kurz mal zu dieser Sammlung noch anmerken. Ich habe heute was gesehen. Es gibt wohl ein Feature bei der Sammlung, was misslungen ist. Und zwar haben die eigentlich ein cooles Feature mit eingebaut, nämlich Online-Play für Multiplayer-Spiele, das halt von zwei verschiedenen Standorten man eigentlich spielen soll. Und das scheint wohl technisch nicht sauber zu funktionieren. Also wer sich diese Sammlung unter anderem wegen diesem Feature, wegen dem Online-Multiplayer gekauft hat, der kriegt dann solche Effekte um die Ohren, dass dann zwischenzeitlich mal der Bildschirmausschnitt rumspringt. Das, das ist also wirklich so, als ob man dann so mitten in Streets of Rage da irgendwie zugange ist und plötzlich flippt der Bildschirm um. Ja, ja, aber das kann man ja Gott sei Dank patchen auf diesen, auf den neuen Geräten. Wenn es denn den Patch gibt. Ja, das könnte man patchen noch, schlimmstenfalls. Zwei Sachen fallen mir dazu noch mal eben kurz ein. Einmal, da könnte sich ja Atari VCS ein Beispiel dran nehmen, einfach die Sachen nur so rausbringen und nicht noch eine Konsole drumherum bauen. Und die zweite Sache zum Thema Online-Spielen, da möchte ich Robin mal bitten, mich dran zu erinnern. Das klappt sowieso nicht, weil wir so viele Sachen im Podcast immer wollen, wo wir uns dran erinnern. Ich würde so gern mal C64 Online ausprobieren gegeneinander. Das geht ja mit dem Weiß-Emulator und das möchte ich gerne mal irgendwann probieren. Das fiel mir gerade ein, als Oliver auf diese Funktion hinwies. Ja, was haben wir noch? Wir können vielleicht demnächst pixeligen Zuwachs bekommen. Nee, wie formuliere ich es mal andersrum? Vom Tassilo gibt es eine neue Version, beziehungsweise gibt es das erste Mal eine Version unter Steam, mit dem man selber sich nicht verpixeln kann, aber verpixelte Bilder erstellen kann von Gesichtern. Pixel Me. Und Robin und ich sind ja von Tassilo, ich wollte gerade sagen, persönlich verpixelt worden. Und jetzt kann das also jeder machen. Da sind diverse hunderte bis tausende Variationen möglich mit einer Software. Und da kann man sich so darstellen, wie man auf dem C64 aussehen würde. Und da habe ich natürlich die Idee, das sollten wir unbedingt mal machen. Dann können wir nämlich auch mal unsere Mitpodcaster verpixeln und vielleicht auch mal mit aufbauen in den jeweiligen Folgenbildern, dann wer damit dabei ist. Also vielleicht sollten wir es alle mal selber verpixeln. Das wird auch mal eine schöne Aufgabe. Cool. Das wäre wirklich schön. Ich glaube, das kostet unter 20 Euro auf jeden Fall, habe ich gesehen, aber müssen wir mal gucken, vielleicht hat Tassilo da auch noch mal einen kleinen... 14,99. 14,99, okay. Vielleicht kann Tassilo uns auch noch mal was zu sagen, weil es wäre natürlich cool, wenn wir uns da alle mal so ein bisschen verpixeln würden. Kann ich mich jetzt auch mal in Grau verpixeln, Patrick, damit ich nicht immer mit meiner blonden Mähne da, die kein Mensch du eigentlich erkennt. Du bleibst, wie du bist, da haben sich jetzt alle dran gewöhnt. Ich habe dich schon dünner gemacht, erfreu dich bitte, ja? Da kann man doch sagen, hey, verpixel dich. Genau. Ein paar Pixel geklaut. Ja, wir hatten eigentlich gehofft, die Sega-Wochen sind beendet, aber das war das Gleiche, oder nicht? Möchtest du jetzt schon wieder mit Mega Drive anfangen? Ich habe das ja nicht gepostet. Ich wurde hier sozusagen da verdonnert dazu, ein Artikel vom 21. April 2016 hier zu präsentieren. Oh, ist weg. Wir können weitermachen. Das Thema hatten wir schon und jetzt ist es weg. Andreas. Genau, so viel aber dazu. Aber auch da, selbst beim nächsten. Es kommt alte, und geht. Alte News gewesen, was? Das Schöne ist, jetzt will ich ganz entspannt von Tab weg zur News von Andreas kommen. Und da steht natürlich auch wieder was von Fab zwischen. Der mischt sich heute überall wieder ein. Der Tipp kam von unserem Hörer Michael, dass es einen Kickstarter gibt für ein MS-DOS-Spiel oder was? Genau. Was jetzt? Das hat, und zwar ist also das dieses, dann, darf ich kurz mal reinspringen? Entschuldige, lass bitte. Andreas anfangen. Ja, dann spring. Weil das, spring das, der Vorgänger von dem Spiel ist eigentlich ein C64. Ach, steht ja da. Ja, aber die Leute können doch nicht ruhig lesen, weiter. Ich wollte gerade das sagen, was da eh schon steht. Ja, eben ja, stand es noch nicht da. Das stand schon länger da. Weil wenn man einen Podcast hört, liest man ja nicht. Also erzähl ruhig was dazu. Oh Gott. Ja, na, der 8-Bit, der 8-Bit-Guy, ihr wisst ja, mein Liebling hier, von dem ist das Spiel halt. Da gibt es auch ein tolles, ja, ausführliches Spiel. Video, wie er das Spiel auf dem C64 entwickelt. X2 heißt es. Und der Nachfolger X3 oder so ist jetzt für MS-DOS programmiert. Und das ist halt so ein kleines, so ein Zelda-mäßiges, nicht ganz Zelda, wie soll man das erklären? Nein. So ein Strategiespiel halt, ne? Wo man halt. Jawohl, Echtzeitstrategie, also annähernd Echtzeitstrategie für den C64 ist das X2, wurde, glaube ich, in der Return-Ausgabe X32 vorgestellt.
Und ist quasi ein echtes Strategiespiel à la Command & Conquer. Also, es sind schon einige Einschränkungen dabei, aber so annähernd, was man auf dem C64 dahin bekommt, dabei. Und jetzt gibt es eben für MS-DOS X3 quasi der Nachfolger, gibt es einen Kickstarter, wo man jetzt unterstützen kann. Naja. Gut, ist jetzt nicht mein Genre. Ich weiß nicht, ob einer von euch aus der Serie schon was gespielt hat. Wie kam man denn jetzt von Echtzeitstrategie auf Zelda? Nee, das war halt ein Denkfehler von mir. Weil also dieses mit dem X2. Sieht ein bisschen wie alte Zelda-Spiele aus, aber ist natürlich. Also der Titel ist übrigens nicht ganz vollständig. Das Ding heißt Planet X2 und Planet X3. Das ist schon überfinanziert, in Anführungszeichen. Es hat schon echt, hat 21.000 Euro schon zusammen und wollten 25.000. Das heißt, das erscheint voraussichtlich dann auch. Und diese Bezeichnung mit dem X2 und X3, die ist auch angelehnt an ein Strategiespiel-Genre. Ne? Also, weil das ist ja, dieses X3 ist dieses Explore, Expand und das ist nicht von Command & Conquer, das ist eher von Master of Orion und von Civilization. Eigentlich von wie heißt das, vor Master of Orion, gelber Karton, Patrick, Multiplayer-Modus im Netz. Mit den Kindern drauf? Mit diesem Gelb? Mit dem Planeten mit den Gesichtern, von da bist. Von, gut, mach weiter. Space War Ho nicht. Doch, von Space War Ho, da ist das im Prinzip das Erste. Du sagst mir eine Verpackungsfarbe und ich sage keinen Namen. Ist doch cool. Das haben wir letztes Mal schon. Ich habe das Spiel nie gespielt. Ich kenne Space War Ho nicht. Und das ist das Klopfe dran. Ja, so ist das. Oh mein Gott. Ja, dann nehmen wir jetzt mal noch ein kurzes Thema, wo Fab nicht dazwischen quatschen kann. Was ich dazu Oliver. Noch sagen wollte. Oliver, ich habe dir ein schönes Thema rausgesucht, wo du eventuell was zu sagen kannst. Ja, wir haben ein Spiel bei uns im Team fertiggestellt. Das ist für ein Forum 64-Wettbewerb. Also, ich spreche bitte im Retro-Kopot. Team habt ihr ein Spiel, nicht in Team. Ja, in unserem Team, in dem Team Prayer Art. Sehr gut. Welches, wo ich halt Mitglied bin. Oh, ein Glück. Soll ich demnächst mal Member sagen, dann passt das besser. In der Members Club. Ja, nee, und das haben wir halt fertiggestellt. Ich trinke grad was, Mann. Entschuldigung. Fertiggestellt für den Forum 64 und Protovision Spielewettbewerb, Games Compo, die rund um das Thema Sportspiele ging. Zu den anderen Spielen von diesem Wettbewerb möchte ich halt so lange, bis die Jury die Ergebnisse rausgebracht hat, jetzt noch nicht so viel sagen. Wir haben auf jeden Fall ein Tischkicker-Spiel rausgebracht für den C64, welches quasi in der Obendraufsicht spielt. Und was halt besonders ist an dem Spiel, wir haben es um die Physik gebaut. Also das ist jetzt nicht einfach nur so, dass wir da einen Ball durch die Gegend jagen, den man so wie bei Breakout durch die Gegend kickt, bis man halt zum Tor kommt, sondern es war am Anfang halt die Physik da, die halt diese Abpraller von dem Ball von den Hindernissen her wirklich simuliert, auch teilweise mit Streuung, und haben daraufhin halt eine Steuerung abgestimmt, die so halbautomatisch funktioniert. Das heißt, der Ball, der wandert über das Spielfeld und währenddessen wählt automatisch das Spiel halt die dazugehörigen Stangen aus, die man dann bewegen kann. Und man bewegt halt quasi die Stangen oben unten. Mit Button drücken kickt man und kann strategisch dann halt auch mit Joystick gedrückt halten, links, rechts dann halt parallel noch den Torwart oder halt eine weitere Stange mit auswählen. Das Spiel ist also man kann im Moment halt schon das als vollständiges Spiel bezeichnen, weil wir haben dort halt ein Einzelspiel für einen oder für zwei Spieler, was man spielen kann. Die künstliche Intelligenz funktioniert auch soweit gut. Es ist auch keine künstliche Intelligenz, die sich irgendwie unfair verhält. Der Martin, der das programmiert hat, der hatte das auch so geschrieben, dass er unter anderem auch damit die künstliche Intelligenz so weit bringt, dass die sich erst entscheiden muss, halt, wie sie den Joystick drückt. Es ist nicht so, dass die einfach so die Stangen dann bewegt, sondern der simuliert auch dann halt die Joystick-Bewegung, dass der halt quasi den gleichen Weg hat, wie man selbst als Spieler hat. Das klingt ja zumindest sehr fair. Man kann es auch schon spielen. Das ist auch schon Download schon freigegeben. Das habe ich gesehen, weil ich habe es tatsächlich auch gespielt. Deswegen vermute ich auch, dass man es schon spielen soll oder spielen kann.
ich war da ein bisschen zwiegespalten, sage ich ganz ehrlich, aber ich fand das, was du sagtest, hast du recht. Also die Steuerung ist genial. Also die hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also dieses automatische Auswählen der Stangen und auch dieses, wenn man nach links oder rechts geht, dass man den Torwart dann steuern kann, gefällt mir sehr, sehr gut. Also es spielt sich sehr smooth, sag ich mal. Also wirklich sehr, sehr flüssig und sehr entspannt. Und das ist steuerungstechnisch um Klassen besser als ähnliche Dinge, die es bisher davon gab. Ich war noch ein bisschen enttäuscht, ist falsch, aber Grafik, Musik hätte ich noch ein bisschen, irgendwie fehlt mir da eine Kleinigkeit. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was. Aber weiß nicht, die Steuerung war brillant, wie gesagt. Und dann ein kleinen Kick mehr und dann ist es echt ein Knaller. Also ich sag mal so, jetzt gerade wir entwickeln daran ja noch weiter. Die Grafik ist irgendwie nicht so. Nee, also ich kann dazu ja noch ein bisschen was ausführen. Gerne, deswegen, klar. Also erst einmal, an dem Spiel entwickeln wir ja durchaus noch weiter. Und der Grund für die Grafik ist halt, der Stil ist für meine Verhältnisse sehr schlicht. Also, das ist, glaube ich, auch mein Problem gewesen, ja. Ne, das ist, hat aber einen Grund dafür, weil das, was wir da machen, du hast das schon eben gesagt, dass die Steuerung und das alles, dass das sehr smooth ist. Ja, das ist toll, da war ich begeistert. Ne, und es ist tatsächlich so, dass durch diese Spielerbewegungen, die man da sieht und diese gesamten Animationen auf dem Bildschirm, es ist kaum noch Speicher für irgendwas übrig. Und meine Entscheidung war dann halt zu sagen, gut, wenn ich da an der Stelle so runter reduziert bin, dann ziehe ich diesen Stil konsequent durch. Mhm. Na, dann gibt es halt am Anfang halt wirklich nur so kompakte Grafikelemente, die irgendwo eingebunden werden. Die werden dann aber alle sauber durchanimiert und diese Sache ziehe ich halt entsprechend durch. Was allerdings noch kommen wird, ist halt, und dadurch wird sich das möglicherweise auch noch ein bisschen mehr zusammenfügen, es wird noch einen neuen Spielmodus geben später, weil wir noch einen Turniermodus mit reinbinden. Und die Menüs, also die ganzen Optionsmenüs, die werden halt auch noch aufgebohrt. Und ich denke mal schon, also so, wenn man das dann hinterher hat, dass das schon so eine Einheit bildet. Es ist allerdings tatsächlich so, also es wird jetzt nicht irgendwie so vollgepackt mit irgendwelchen anderen Sachen. Wir haben uns auch darauf verständigt, dass wir versuchen wollen, dass das ganze Ding ein One-Filer bleibt. Das heißt, dass das Spiel nicht nachlädt. Und das hat so ein bisschen dazu geführt. Ich kann mir aber auch, also ich muss sagen, also vom Spiel her finde ich das eigentlich sinnvoll, dass das auch so schlicht ist, weil das sieht man dem Ding nicht an und auch wenn man diese Steuerung so in dieser Form jetzt mitbekommen hat, wir haben wirklich Monate dafür gebraucht, dass die Steuerung überhaupt halbwegs funktionierte. Und eine der Sachen, die da auch mit einem Problem war, war halt die Übersicht. Also wir hatten zwischenzeitlich eine rein manuelle Steuerung. So, wir kamen überhaupt nicht klar mit der Orientierung in dem Spiel. Das war also auch die ganze Zeit ein ziemliches Problem, dass man die Orientierung als Spieler behält. Weil der Ball manchmal, also wenn man, das ist man so nicht gewohnt, weil wenn man das irgendwie so an einem haptischen, also an einem physikalischen Kicker spielt, ne, dann hat man das irgendwie so verinnerlicht, wo der Ball so rumläuft. Aber wenn man das nur so auf diesem virtuellen Spielbrett sieht, ne, diese Hand-Augen-Koordination, das ist extrem schwer. Ich habe nur Angst, wenn Leute jetzt einen Screenshot sehen, dass sie dann sagen, ach so, irgend so ein Kicker. Das ist meine einzige Angst daran, weil wie gesagt, die Steuerung hat mich umgehauen. Also diese ganze Physik, was du gesagt hast, das merkt man wirklich beim Spielen. Und ich würde es halt schade finden, wenn Leute dem Spiel dann keine Chance geben, weil sie denken, das sieht ja sehr spartanisch aus im ersten Moment und gar nicht diese Geschichte dahinter kennen. Das ist nur die Angst, die ich da so ein bisschen habe. Ja, wobei ich da eigentlich nicht so die Sorgen drum habe, weil dieses Spiel, das ist so ein bisschen auch wie beim Christian Klein sah, dass ich denke, dass das sich dauerhaft auch nur auf irgendwelchen Retro-Gaming-Events erstmal direkt durchsetzen würde. Also so, wo im Prinzip mehrere Spiele. Kann man da einen Vier-Spieler-Modus einbinden? Den haben wir geplant. Also im Moment sind ja zwei Spieler halt und geplant ist halt bis zu vier Spieler, die man auch frei zuordnen kann. Also dadurch kommen auch tatsächlich solche Spielmodi zusammen, wie halt zwei Spieler kooperativ gegen den Computer. Das wird ebenfalls einstellbar sein. Und noch ein Detail bei der Steuerung, wobei das kann man jetzt noch nicht so ganz breit treten, weil das haben wir echt gemerkt. Also so ein kleines Detail an der Steuerung und das Ding fühlt sich komplett anders an. Wird das frei verfügbar sein? Wird das verkauft irgendwann? Und wie ist der Zeitplan? Magst du da noch was zu sagen? Zeitplan
kann ich nicht ganz genau sagen, weil das ist halt durch dieses Balancing, was hier bei dem Ding ziemlich reinhaut, schwer vorherzusagen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Ding bis zur Gamescom fertig ist. Und wird das, kann man das dann kaufen als haptische Geschichte oder ist das nur ein Download? Es wäre schon sehr schön, wenn wir das auch als physikalische Version mit anbieten können. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass wir das als Szene-Release auch mit rausbringen, dass man es runterladen kann. Sag auf jeden Fall nochmal, wie das heißt, weil ich glaube, das hat ja, mir gar nicht so richtig Abkürzung, gesagt. Die Abkürzung ist SAFTS und das steht für Spin-All for Table Soccer. Gut, und man findet das unter anderem auf CSDB und wahrscheinlich auch demnächst dann bei anderen Quellen, oder? Ja, hatte ich auch vergessen vorhin zu erwähnen, das habe ich nämlich gespielt. Ich habe ganz überlegt, welches zweite Spiel ich noch gespielt habe. Jetzt weiß ich es wieder. Worauf wir übrigens sehr stolz drauf sind, das war zwar so mehr so ein Nebeneffekt dadurch, durch diese Herangehensweise über die Physik zu gehen. Ich habe das schon lange nicht mehr gesehen, dass ein Spiel auf dem C64 wirklich eine Steuerung hat, die auf Skill geht, die man wirklich trainieren muss. Das ist etwas so, das ist allerdings auch gleichzeitig etwas so, was nicht jedermanns Sache ist, glaube ich. Also ich fand es, wie gesagt, beim Spielen sehr, sehr schön. Also ich hat Spaß gemacht. Und wenn man es natürlich mit zwei oder mit vier Leuten spielen kann, dann haut das natürlich in eine Kerbe rein, die genial ist für Retro-Events, wie du schon sagtest. Dann wird es richtig spannend. Dann werden wir das mit Sicherheit auch bei uns mal mit mehreren Leuten spielen, wenn es dann soweit kommt. Ja, einen haben wir noch. Vielleicht auch mal langsam Zeit, weil irgendwie sind wir sehr lange in der Retro-Gegenwart. Wir hatten vorhin schon Intellivision angesprochen und auch da gibt's wieder ein paar News zu einer Konsole mit Intellivision Hintergrund. Dirk. Ja, endlich wieder eine neue Retro-Konsole. ein Remake der Intellivision von, ich weiß nicht, 78, 79 müsste das gewesen sein. Es gibt eine Webseite, intellivisionentertainment.com, wo man sich schön registrieren kann, um dann ab dem 1.10. irgendwie ab Oktober soll es das Ding dann tatsächlich geben. Angeblich. Allerdings sind die bisherigen Informationen dünn. Also, aber diesmal nicht als Kickstarter demnach. Nee, diesmal nicht als Kickstarter. Also, Moment, vergiss es. Noch anders. Details zu der Konsole werden am 1. Oktober bekannt gegeben. Oh je. Bisher bestehen nur Informationen dazu, was die Intellivision, was die alte Konsole mal war und was die alles Tolles konnte. Es gibt allerdings keine so richtigen Hinweise, ob die neue das jetzt irgendwie übernimmt oder ob da irgendwas, was die dann Tolles kann. Es hängt noch so ein bisschen in der Luft, würde ich sagen. Das hatten wir heute irgendwie gefühlt schon ein paar Mal. Auch da auf Beobachtung halten und später nochmal drüber reden. Oder? Und sich auf knallharte Features freuen, wie damals The Intellivision was the first video game console that had a built-in pause feature. Also wir können uns auf die Pause-Taste freuen. Super. Ja. Es war auch irgendwie, steht hier, es war die erste 16-Bit-Konsole und zwar schon 1978. Wie geht denn das bitte? Das ist immer eine Frage, wie man 16-Bit... Zwei Generationen bevor die Industrie... Ja, naja, 16-Bit... Haben sie aber später gemerkt, dass sie es schon hatten. Nee, stand im Quellekatalog, ohne Scheiß. Ich hab letztens mal irgendwie so geguckt, weil das war so das Einzige, woran ich mich erinnern konnte beim Intellivision. Ich kannte niemanden in meinem Freundeskreis, der so ein Ding hatte. Bis auf den Quellekatalog. Und es gibt ja so manche Retro-Plattformen im Netz, die tatsächlich Scans von diesen ollen Katalogen drin haben. Und da steht tatsächlich 16-Bit-Konsole drin. Ist es auch. Also bei Wikipedia steht tatsächlich auch drin, Intellivision war die erste 16-Bit-Spielekonsole. Ja gut, also wie, je nachdem, was sie daraus gemacht hat. Die Variante mit dem Controller, mit dem schönen Spiralkabel dran, dem Drehpoti und jetzt ergänzt durch einen 10er-Ziffern-Block. Ja, gut, das erinnert bisschen, auch so ein bisschen an die Pong-Konsole Version 2. Ja, also es war mit dem CP1610, das ist ein 16-Bit-Mikroprozessor tatsächlich, also aber kann man natürlich nicht vergleichen. Auch da werden wir wahrscheinlich erst in einigen Wochen, in einigen Monaten wissen, was uns da erwartet. Ich finde das toll, wie spannend die das immer alle machen, aber sonst hätten wir auch kein Futter für unsere Rubrik, die ja heute wieder richtig ausgeartet ist. Das heißt, wir werden über dieselben Sachen nächstes Mal, übernächstes Mal immer wieder sprechen und ich glaube auch der Zustrom an neuen alten Konsolen, die jeder oder keiner braucht, wird auch immer wieder, es wird immer wieder weitergehen damit, gefühlt zumindest. Aber wer soll das alles kaufen? Das ist eine andere Geschichte. Ja, und ich denke, bevor wir hier ein Thema machen, Retro-Gegenwart, zeitlich zumindest, kommen wir mal zu den Retro-Credits. Retro-Credits. Kurz vor Schluss.
Ja, wie man uns erreichen kann, haben wir eigentlich oft genug gesagt. Die wichtigsten Daten nochmal in kompakter Kurzform. mail@retrokompott.de, www.retrokompott.de. Und wir möchten natürlich auch gerne bei Facebook noch mehr als 900 Freunde finden, solange wir dort sind. Vielleicht knacken wir irgendwann sogar die 1000. Wie können wir das denn mal forcieren, Robin? Nein, das wird von selbst passieren. Das denke ich schon. Das passiert jetzt ganz automatisch, nachdem 14 Millionen private Nachrichten von Facebook geleakt sind. Eure sind bestimmt dabei. wird da jetzt bestimmt so eine Kontroverse bei rauskommen und so interessante Details zutage gefördert werden, dass ihr jetzt überrannt werdet. Das wäre doch toll. Ja, und wer uns hören möchte, wie gesagt, jeden zweiten Freitag machen wir das Ganze auch live, zumindest das Rahmenprogramm. Weitere Infos da natürlich auch auf unserer Homepage. Ja, und ansonsten brauchen wir immer noch Futter, haben wir so oft gesagt, sagen wir jedes Mal. Schickt uns, was ihr wollt. Hauptsache, es ist Audiomaterial und passt ansatzweise zum Thema Retro. Freuen wir uns riesig drüber. Und wenn ihr sagt, diese 5 bis 7 Leute, die da regelmäßig etwas machen, das sind zu wenig, die sind nicht gut oder die kann man doch was anders machen, dann meldet euch auch gerne, macht uns selber Vorschläge, was wir nochmal als Themen so aufnehmen können. Ich meine, wir haben einiges in der Pipeline, einiges in der Planung, aber wir freuen uns immer über neue Anregungen. Ja, und wie viele kleine Projekte, wo wir auch eigentlich noch eins sind, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns und bei patreon.com unterstützen würdet. Fängt zwar mit $1 an, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr vielleicht schon den 3-Euro-Patch nehmen würdet. Dann könnt ihr nämlich Robin hören. Genau, könnt ihr mich hören, könnt ihr Patrick hören. Also es ist, um es nochmal zu erklären, die 1-Dollar-Geschichte ist halt wegen der Nebenkosten und der Überweisung aus Amerika mit PayPal ist ein bisschen schwierig. Und wenn ihr bei 1 Dollar seid, vielleicht... Wir würden uns mal sehr Wollt freuen. Wollt ihr hören, wie Robin umräumt? Nein, das ist nicht der Grund, aber wir sind billiger als jede monatliche Zeitung. Wir sind sowas von billig, Leute. Nein, also Schluss mit dem Generve. Aber wir machen, wie gesagt, in den nächsten Tagen nochmal ein Special und gehen da nochmal auf die ganzen Sachen in Ruhe ein. Ja, wann kann man uns wiederhören, wenn man uns wiederhören möchte? Ja, spätestens am 22.06.2018 mit dem 3. Teil von Mega Drive. Versprochen, es ist der letzte Teil. Zumindest. Fürs nächste Jahr. Sag ich mal. Und was offiziell. Wir dann planen, lassen wir uns mal überraschen. Es ist ein Crossover, wahrscheinlich steht demnächst noch an. Mal sehen, ob wir das im Sommer noch hinbekommen. Da ist einiges in Arbeit und auch da hat der Andreas wieder seine Finger mit im Spiel gehabt. Denn wir machen das wie die Band Döf. Alter. Wisst ihr noch, was Kodo Döf? Deutsch-österreichische Freundschaft. Ah, oh, wunderbar, er weiß es. Die deutsch-österreichische Freundschaft. Ja, ja, solange wir noch mitmachen dürfen, ist doch alles gut, Robin. Müssen wir nur ein bisschen wunderbar. Nicht, dass hier Sachen, dass wir irgendwann, wie gesagt, wenn sich schon Rubriken hier verändern, teilweise ähnliche Dinge, ich bin manchmal sehr irritiert. Also das, ja. Aber es läuft schon so ein Voting, ob wir euch dann irgendwie noch brauchen oder nicht. Ja, ist ein Voting bei Facebook gestartet. Solange ich den Finger am Schnitt habe, wäre ich sehr vorsichtig, was ich sage. Ich kann auch Satzstellung umbauen, wenn du möchtest. Das stimmt, das war auch heute schon wieder ansatzweise grenzwertig, aber wir haben ja so eine Info, dass es sich ändern soll und ich hoffe, das klappt wirklich. Dass ich dich ändern soll, was? Ja. Dass wir den du sollst ihn gendern? Mal besser hören. Ja. Hm. Das ist eine Frage, ob wir das wirklich wollen, aber das hatten wir auch schon mal. Ja, ich trinke jetzt was und höre euch noch einmal zu und dann schalte ich einfach ab. Das Gute ist, ich kann entscheiden, wer wen hört. Ja, zumindest bei den Live-Hörern. Ja, das stimmt. Das stimmt. Sind wir schon durch? Ja. Nö, einen Abschluss sollte man auf jeden Fall dem Ganzen nochmal geben, Patrick. Das war's, bis zum nächsten Mal. Sowas meinst du? Ja. Genau. Auf diesem Kanal. Bist du kreativer spät für einen Abschluss? Ich fürchte nicht. Ich bin überrascht, dass es schon zu Ende ist. Es ist nur 20. Ja, wir haben kein Quiz voraufgezeichnet. Ja, der Quiz fehlt, ne? Mal Entschuldigung an die Live-Hörer, die ja sonst immer das Quiz dann extra noch kriegen, aber... Ich habe hier eine ganze Flasche Afrikola gerade reingeschüttet, um wach zu bleiben. Ihr könnt jetzt nicht schlafen. Wir machen das noch die Nachtlese, dann bist du zumindest bei der Nachtlese Beschwerden dabei. Beschwerden bitte an Wolfgang, ja? Jetzt kannst du nicht mehr schlafen. Du bist bei der Nachtlese auf jeden Fall mit dabei, gleich nochmal. Ja, ich denke aber, wir müssen uns ja nicht hier absichtlich in die Länge ziehen. Wir haben ja uns sehr lange schon in der Retro-Gegenwart heute wirklich aufgehalten. Das war ja erstaunlich, dass wir da alles an Informationen hatten. Ich kann auch die restlichen Spiele vorlesen. Ja, das machen wir auch in der Nachlese, dann können die Patreonen nochmal gehen. Oder wir machen die neue Rubrik Retro Zukunft. Super. Retro. Da kommt wieder der CPC der Mann nicht drin vor. Wir spekulieren einfach, was in 20 Jahren dann Retro sein wird. Einfach nämlich das Jetzige. Na toll. Genau, wir nehmen es jetzt auf und spielen es in den 20 Jahren. Genau, und dann diskutieren wir noch Time Capsules machen wir.
Kein Cap. Genau, super. Ja, ich denke, wir machen lieber noch eine kleine Nachlese und verabschieden uns schon mal von den Konservenhörern und würden uns freuen, wenn ihr uns, wie gesagt, viele, viele Dinge schickt und auch in 2 Wochen wieder mit dabei seid. Ja, das war's jetzt. Robin, okay. Mach Schluss. Liebe Zuhörer, liebe Live-Hörer, wir freuen uns sehr, dass ihr uns zugehört habt und wir freuen uns natürlich noch mehr, wenn ihr uns weiterhin zuhört und wir freuen uns noch mehr, wenn wir uns in der 250. Folge mit einem Handschlag begrüßen können im Laden mit einer großen Retro-Komfort-Party. Das war ja schon wieder fast pessimistisch, aber das war mit einer leichten Ironie. Ich hoffe, ja, alles gut. Ja, wie gesagt, Folge. Ich komme dann im Hörer. Sagt auch gerne weiter, dass es uns gibt, weil wie gesagt, so viel Werbung können wir gar nicht machen, wie wir müssten, damit wir so ein bisschen aus dieser Retro-Nische in die Welt kommen. Genau, gibt uns gute Bewertungen und viele Sternchen bei iTunes, denn das hilft auch, den Podcast zu verbreitern. Bling, bling, bling. Bekannt zu machen. Sowas sagen immer ganz oft andere Leute in anderen Podcasts. Ich weiß. Deswegen habe ich das genau. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns weiter. Wenn nicht, sagt das euren Feinden. Dankeschön. Oder wir machen das in einer Abwandlung von einer Fernsehshow. Wenn es euch gefallen hat, erzählt allen, ihr habt den Retro-Kompott gehört. Wenn nicht, setzt bitte den Namen eines Mitbewerbers ein. Ja. Genau. Vielen Dank an alle. Vielen Dank auch an die große Runde heute wieder. Und auch, dass Dirk mal wieder mit dabei war. Gerne. Ja, mal sehen, wer nächstes Mal uns beehrt. Und ich denke mal, das reicht jetzt wirklich. Gute Nacht und vielen Dank auch an die Live-Hörer und bis zum 22.06. Tschüss. Ihr wollt beim Retro-Kompott mitmachen? Ihr habt Fragen, Anregungen, Themenvorschläge, möchtet einen Audiokommentar abgeben, als Gast in der Sendung mitmachen oder aus irgendeinem anderen Grund mit uns in Kontakt treten? Schreibt einfach eine Mail an mail@retrokompott.de. Ihr findet uns auch bei Twitter, bei Facebook, bei Amazon und in den jeweiligen Handystores als App oder auf der Homepage www.retrokompott.de. Robin und Patrick könnt ihr natürlich auch manchmal in ihrem kleinen Retro-Shop Comillusion in der Wandsbecker Chaussee 155 in Hamburg antreffen. Vielleicht sehen wir uns dort ja mal alle bei einer gemeinsamen Reise in die Vergangenheit. Wer unser Podcast-Projekt unterstützen möchte, findet auf patreon.com alle notwendigen Informationen. Unterstützer bekommen kleine Überraschungen oder auch mal exklusive Videos und erhalten zum Beispiel auch unsere aktuellen Interviews direkt nach der Aufnahme weit vor der Ausstrahlung im regulären Podcast. Unterstützen kann man uns natürlich auch gerne im Backoffice. Wir suchen immer fleißige Hände, die uns bei den Shownotes, bei der Recherche oder zum Beispiel auch bei Übersetzungen der Legenden-Interviews helfen können. Jingles sind übrigens tatsächlich Retro, die hat Patrick vor über 25 Jahren auf einem C64 programmiert. Natürlich sind sie deswegen auch GEMA-frei. Wir senden jeden zweiten Freitag auch live auf Mixlr.com. Die Aufzeichnung wird zeitnah, meist schon am Wochenende, online gestellt. Hoffentlich besucht ihr uns auch wieder auf unserer nächsten Reise in die Vergangenheit. Ja, nach meinen Kontaktdaten braucht ihr gar nicht erst zu fragen. Ich bin nur die Stimme. Code 53280,0. Code 53281,0. Code 646,0. And